Wir diskutieren jetzt hier in diesem Workshop weiter in der Achse Demokratisierung und Umbau von Institutionen und haben für den ersten Teil uns überlegt, dass wir jetzt dieser Frage ein bisschen näher auf den Grund gehen, wie kann das eigentlich aussehen? Also wie können wir alternative Sorgepraxen entwickeln? Wie müssen die aussehen? Was brauchen wir dafür für Erfahrungen? Und dann aber eben auch, wie schaffen wir es, die sozusagen transformativ in die Gesellschaft hinein auszuweiten? Und dafür haben wir drei Gäste, Gästinnen. Ich fange mal an mit Mike. Mike Laufenberg ist Soziologe und forscht am Arbeitsbereich Politische Soziologie an der Uni in Jena. Zu den Schwerpunkten Wohlfahrtsstaatsforschung, kritische Gesellschaftstheorie, Care, soziale Reproduktion, soziale Bewegung, Queer Theory und Geschlechterforschung. Und wir waren schon im Netzwerk Care Revolution zusammen, auch mit Sarah zusammen aktiv. Und Mike ist seit Mitte der 90er Jahre in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Globalisierungsbewegung, LGBTIQ-Aktivismus und queer-feministische Care-politische Zusammenhänge. Und du erzählst uns jetzt, also ich stelle euch erst kurz alle vor und dann legen wir los. Und Mike erzählt uns was über das Konzept der Caring Communities und inwiefern das sozusagen ein Ansatz sein kann, wo wir, genau, wie wir überlegen, zu anderen veränderten neuen Care-Praxen zu kommen. Genau, links von mir Sarah Schilliger. Sarah ist auch Soziologin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung an der Uni in Bern. Und sie forscht zurzeit in einem internationalen Projekt zu städtischen Bewegungen und solidarischen Infrastrukturen in den Feldern Wohnen, Migration, Care, unter anderem mit Muna Marufi, die eben hier oben saß und jetzt hier unten. Sarah ist außerdem im wissenschaftlichen Beirat der Rosa-Luxemburg-Stiftung und aktiv in vielen verschiedenen feministischen Zusammenhängen, eben wie gesagt, habe ich schon gesagt, Care Revolution Netzwerk auch und feministischen Streikbewegungen und vor allen Dingen auch in der solidarischen Stadtbewegung in Bern und setzt sich dafür diese Citycard-Sachen auch ein. Genau, und die dritte Person, die wir eigentlich eingeladen hatten, die aber heute nicht, also an dem Wochenende nicht konnte, ist Tine Haubner und auch dritte Panelistin ist Soziologin, ebenfalls in Jena an der Uni und arbeitet auch dort zu, also ist Tine Haubner, genau, und ist, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt hatte, und arbeitet dort auch zu Wohlfahrtsstaat und sozialer Ungleichheit und ihr Hauptinteresse liegt auf dem breiten Spektrum irregulärer Arbeitsformen wie unbezahlter Sorgearbeit, Freiwilligenarbeit und informeller Arbeit. Und 2017 hat sie ihre Diss geschrieben zur Ausbeutung im Pflegesektor und 21 dann zusammen mit Silke van Dijk ein Buch, das heißt Community Kapitalismus, das werden vielleicht einige von euch schon gehört haben. Und zu dem Thema hatten wir sie auch heute eingeladen, weil das quasi sozusagen das Gegenstück zu der Frage ist, wie können wir eigentlich neue Care-Praxen entwickeln, guckt sie quasi auf die Art und Weise, wie der Kapitalismus momentan veränderte Care-Praxen sich zu nutzen macht und was wir darüber wissen müssen, um mit unseren Veränderungsbestrebungen nicht in die Falle zu tappen. Und da Tine eben nicht nach Bremen kommen konnte an dem Wochenende, war sie so nett, die quasi zwei Inputs, um die wir sie gebeten hätten, jetzt auf diesem Panel als Video aufzunehmen. Und deswegen machen wir jetzt hier so ein hybrides Podium. Also erst reden die, dann Tine und genau. Und ich hoffe, dass das dann mit dem Film klappt und dass ihr weiterhin so geduldig seid, wie auch bisher schon. super. Mike, schön, dass du da bist. Freue mich auch. Ja, steig doch einfach mal ein. Was sind Caring Communities? Also wir haben eigentlich gedacht, ich sag doch nochmal ein bisschen eine Anmoderation. Wir haben zwei Runden uns überlegt. Und zwar werden wir in der ersten Runde erstmal so die verschiedenen Perspektiven und Positionen vorstellen und in der zweiten Runde dann eher über sozusagen Widersprüche, Herausforderungen und die Frage, wie kommen wir da eigentlich weiter diskutieren. Und Mike hatten wir gebeten, oder genau, dich würde ich jetzt bitten,
wir haben ja eben schon auf dem Panel viel über diese familiarisierte Sorge gesprochen und dass eben Familie nach wie vor die zentrale Instanz für Sorgearbeit ist. Und gerade für Personen, die sich nicht in heterosexuellen Kleinfamilien und auch nicht in nicht heterosexuellen Kleinfamilien organisieren wollen, ist diese Frage, was können eigentlich andere Care-Praxen sein, natürlich super zentral. Und gerade deswegen gibt es gerade in der queerfeministischen Debatte dazu viele Konzepte, unter anderem das von Caring Communities. Du hast dazu sehr viel geforscht und genau, erzähl uns doch mal, worum es da geht. Ja, also vielen Dank. Ich freue mich sehr, Teil dieser Diskussion sein zu dürfen. Und ich steige auch direkt ein. Und ich dachte aber, dass ich vielleicht, bevor ich etwas über konkrete Ideen von Caring Communities spreche, erstmal ein bisschen erzähle, was eigentlich meine Perspektive darauf ist, sozusagen. Nochmal so ein bisschen rauszuzoomen erst, bevor ich dann reinzoomen möchte. Und Barbara hat es gerade schon angesprochen, dass sozusagen die Institution der Familie ja in der Privatsphäre, in kapitalistischen Gesellschaften eben die Instanz ist, über die sozusagen Care und soziale Reproduktion auch zwischen den Generationen sozusagen organisiert ist. Und dann gibt es natürlich den Staat, der ebenfalls Care-Verhältnisse reguliert und steuert und ordnet. Und es ist sozusagen mein ganz grober Blick auf dieses Phänomen, dass wir es ja in kapitalistischen Gesellschaften zuallererst mit einer gravierenden Enteignung zu tun haben von Care-Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, über die wir selbstständig verfügen können, die wir autonom organisieren können, über die wir mitentscheiden können. Und ich glaube, aus der Perspektive der Care-Communities ist es interessant, darüber nachzudenken, dass es beispielsweise bei einer Kritik an der Familie als Care-Institution eben ja nicht nur darum geht, dass da die ganzen Care-privatisierten und auch teilweise eben naturalisierten, unbezahlten, abgewerteten Formen von Care-Arbeit in vor allem Formen von vergeschlechtlichter, feminisierter Arbeit veräußert werden, sondern die Familie ist darüber hinaus aber ja auch trotzdem ein Herrschaftsverhältnis. Das ist eine sehr gewaltförmige Institution und in der feministischen Auseinandersetzung mit der Familie war das ja auch immer ein ganz wichtiger, zentraler Punkt, eine Kritik an eben der Organisierung in privatisierten familiären Einheiten, die genau das vernachlässigt. Also dass natürlich insbesondere, wenn es noch zu ökonomischen Formen von Prekarität kommt, finanzieller Stress, ja, die Familie eine Instanz ist, die sozusagen sich abschottet gegenüber der Öffentlichkeit. Da findet ganz viel statt, in das wir überhaupt keinen Einblick haben. Und vor allem aber wird in der Familie werden auch Ressourcen gebündelt, ja. Natürlich, je nach Klasse sind die nochmal ganz unterschiedlich groß oder zuverlässig, aber in der Familie werden Ressourcen gebündelt und nicht alle haben auf diese familiären Ressourcen auch einen Zugriff. Sei es, weil sie aus ihren Familien verstoßen werden, vielleicht weil sie queer sind, weil sie trans sind, weil die Gründung von Familien ihnen erschwert wird, das vor allem bei Personen, die von Rassismus betroffen sind, die sozusagen aufgrund von repressiven Migrationsregimen eben so etwas wie eine Kleinfamilie, die an einem Standpunkt sozusagen sich aufhält und dort füreinander sorgen kann, die das nicht erfahren in ihrem Alltag oder nur sehr erschwert. Und das sind auch ganz wichtige Perspektiven, ne, die wir, glaube ich, mit bedenken müssen. Und genauso geht es um den Staat. Also der Staat ist sozusagen eine wichtige Instanz, ist ein Herrschaftsverhältnis, verfügt über Institutionen, auch repressive Institutionen, aber nicht nur, auch klar über ganz viele andere Institutionen, die sozusagen steuern und regulieren, welche Formen von Care-Ressourcen eigentlich wem zur Verfügung stehen. Und deswegen kann es eben uns ja auch nicht nur darum gehen zu sagen, okay, wir kämpfen dafür, dass sozusagen jetzt mehr Care-Ressourcen seitens des Staates zur Verfügung gestellt werden, sondern wir müssen natürlich auch gucken, mit was für sozusagen Formen von Kontrolle und Macht des Staates über uns, über die Gesellschaft, über Individuen, wäre das denn dann verbunden? Und deswegen denke ich, ist diese Vergesellschaftungsperspektive total spannend, interessant, mit diesem Konzept der Caring Communities zusammenzudenken.
Denn bei Care in Communities geht es ja erstmal im Grunde ganz grundsätzlich darum, dass Menschen in ihrem Alltag füreinander sorgen, sich gegenseitig unterstützen und das sozusagen jenseits der Frage, ob sie verwandt sind miteinander, ob der Staat das anordnet oder ob sie dafür Geld bekommen. Und darüber hinaus aber gibt es ja ganz unterschiedliche Formen von Caring Communities. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Es ist sozusagen jetzt nicht, glaube ich, so ein Modell, das wir jetzt einfach heranziehen können, nachdem dann alles irgendwie gut funktioniert, sondern die Caring Community ist geistert sozusagen durch alle möglichen Traditionen irgendwie des Denkens, der politischen Philosophie, aber auch der politischen Praxis. Es gibt es in kommunitaristischen Formen, also republikanische Ideen von der Zivilgesellschaft, die sozusagen Aufgaben übernimmt, damit der Staat sie nicht machen muss oder soll. Es gibt natürlich christliche Gemeinwesen, haben auch Vorstellungen von Caring Communities. Dann gibt es aber auch andere Formen, und das ist vielleicht ganz wichtig. Also es gibt sehr viele Ideen, Vorstellungen von Caring Communities, die erstmal grundsätzlich aber nicht in Frage stellen, dass unsere Gesellschaft Sorge prinzipiell so organisiert, dass der Staat sozusagen über allem wacht und dass die Familien einen Großteil der Sorge übernehmen. Dass aber dort, wo sozusagen diese Institutionen nicht zuverlässig sind und Lücken irgendwie auftreten, dass dort dann die Zivilgesellschaft quasi zusätzlich, additiv dazukommen soll. Und diese Lückenbüßer-Idee von Caring Community ist, denke ich, für uns nicht so eine spannende. Und das ist ja auch deswegen, warum wir diese Diskussion hier heute führen. Aber es gibt eben gerade in sozialen Bewegungskontexten auch ganz andere Ideen von Caring Communities, nämlich sozusagen sowas vielleicht wie eine Caring Community in Bewegung, ja, also die auch mit bestimmten Vorstellungen verknüpft ist, dass die gegebenen Institutionen, in denen Sorgeressourcen gebündelt werden und sozusagen auch die Art, wie Sorge die Inhalte, aber auch die Form, wie Sorge ausgeübt wird, dort sozusagen festgeschrieben sind, dass das auch überwunden werden soll. Und ich denke, dass, also ich spreche da auch von Radical Care, weil das ein Diskurs ist, der jetzt auch in der Pandemie teilweise nochmal verstärkt aufgetreten ist, dass das Formen von Sorge füreinander sind, die eigentlich auch aus einer kritischen Distanz gegenüber Familie und Staat als sozusagen herrschaftsförmige Formen der Institutionalisierung von Sorgeverhältnissen versuchen sozusagen Zwischenräume sich zu erkämpfen, zu erarbeiten, in denen anders füreinander gesorgt werden kann. Und in der Geschichte der sozialen Bewegungen aber gibt es dafür ganz unterschiedliche Beispiele schon. Also klar, in der feministischen Bewegung, in LGBT-Kontexten, im AIDS-Aktivismus, über den ich gleich auch noch ein bisschen mehr reden will, aber auch in der Behindertenbewegung beispielsweise, wo viele Erfahrungen gemacht wurden mit entmündigenden, diskriminierenden, staatlich institutionalisierten Formen von Care, aber auch familiäre Gewalt. Genauso auch aber in abolitionistischen Bewegungen, also die stark verknüpft sind auch nochmal mit der Frage, wie eigentlich sozusagen vorherrschende Institutionen, denen Sorge praktiziert wird, auch zusammenhängen eben mit einer Form von rassistischer Gewalt, die ausgeübt wird. Also ein Beispiel, wenn es um Fragen von Abolitionismus geht und die Frage, welche Institutionen wollen wir eigentlich und welche wollen wir auch überwinden, welche wollen wir aufheben, wären natürlich auch solche Fragen nochmal zu diskutieren, wie beispielsweise die Jugendhilfe aktuell oder auch die Familienhilfe auch sehr stark sozusagen bestimmten Bevölkerungsteilen, die das familiäre Leben sozusagen verunmöglichen. Und es gibt sehr viele andere Beispiele dafür auch noch. Die Frage war auch noch, wann eigentlich treten eben Caring Communities in Erscheinung? Und erstmal, glaube ich, können wir halt sagen, Caring Communities werden vor allem dann ja immer virulent und treten auf und dehnen sich aus, wenn sozusagen die existierenden Formen nicht ausreichen, damit Menschen sich in ihrem Alltag wirklich ja erstmal umsorgt fühlen, umsorgt sind, aber auch für andere sorgen können, so wie sie das für angemessen hielten.
und die Ressourcen dafür nicht zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt aktuell für uns in unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation, weil wir nämlich feststellen, dass die Institutionen, die für einen langen Zeitraum es bestimmten Bevölkerungsmehrheiten ermöglicht hat, ihre individuellen Formen des Sorgens zu organisieren mit allen Nachteilen. Also nehmen wir die patriarchale familiäre Sorge. Ja, wir wissen, es wurde feministisch aus guten Gründen irgendwie kritisiert. Wir haben es aber heute eben damit zu tun, dass sozusagen die Erfahrung, dass diese Institutionen nicht mehr ausreichen, und zwar einmal die Familie, aber auch, und das ist sozusagen ja auch die staatlich forcierte andere Herrschaftsfamilieninstitution, nämlich die Lohnarbeit, ja, als sozusagen das Lohnverhältnis, als das die Grundlage, über die Menschen in der Lage sind, sich im Alltag zu reproduzieren und auch für andere zu sorgen, für die sie sich zuständig fühlen oder verantwortlich sind. Auch das ist für wachsende Teile der Bevölkerung keine Institution mehr, über die sie existenzsichernd sich reproduzieren können. Und das ist deswegen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für uns, weil wir ja auch darüber diskutieren wollen, wie kommen wir raus aus so einer Idee von Caring Communities als etwas, das vielleicht in so kleinen Enklaven, in irgendwelchen Subkulturen verankert ist, hin zu eigentlich der Frage, wie das etwas sein könnte, was gesellschaftlich sozusagen größere Kreise zieht, mobilisierbarer ist, auch in andere Bereiche. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt. Also es sind nicht mehr nur, ich sag jetzt mal nur in Anführungsstrichen, Minderheiten, die ohnehin immer schon ausgegrenzt waren, stark marginalisiert waren, die sozusagen diese Erfahrung machen, dass sozusagen die Gesellschaft ihnen sorglos gegenübersteht, dass der Staat ihnen gegenüber sorglos gegenübersteht, sondern diese Erfahrung teilen immer mehr, bis sozusagen eben in die Kreise, die früher mal als gesicherte Arbeiterinnenklasse galten, ja, und auch profitiert haben eben von bestimmten Kompromissen in früheren Zeiten. Und ich glaube, die Herausforderung für uns ist aber auch, dass natürlich das nicht nur wir sehen, also auf der Linken, sondern dass die Rechte das auch sieht und dass im Grunde Ressentiments mobilisiert werden, genau über diese Ängste entsichert zu sein. Ja? Also diese Ängste sozusagen an Stabilität, an Sicherheit, an Planbarkeit zu verlieren. Und das ist noch vielleicht nur zum Abschluss noch ein anderes Wichtiges. Über den AIDS-Aktivismus rede ich vielleicht später noch, wenn es um konkretere Formen geht. Das ist, glaube ich, noch eine wichtige grundsätzliche Herausforderung für uns. Caring Communities sind eben an sich nicht irgendwie perfekt, ideal. Sie sind nicht irgendwie an sich das Gegenteil von Herrschaft. Auch die Rechte verfügt über Vorstellungen von Caring Communities. Ja? Auch der Rassismus, auch der Nationalismus, auch der Rechtspopulismus arbeiten mit Ideen von sorgenden Gemeinschaften, wie wir wissen, eben hochgradig exklusiv, hochgradig herrschaftlich durchzogen. Trotzdem ist das eben etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, dass eine Caring Community nicht einfach so ein antagonistisches Gegenkonzept ist, auf das wir jetzt irgendwie aufspringen können, sondern es ist ein hoch umkämpftes sozusagen Terrain, ja, und die Frage, was soll das eigentlich sein und was wären eigentlich emanzipatorische Formen von Caring Communities, also die auch sozusagen Emanzipation, die mehr Selbstständigkeit, Freiheit, sich aufgehoben fühlen auf einer individuellen Ebene, aber auch auf einer kollektiven Ebene ermöglichen. Das ist, glaube ich, die große Frage, die über allem steht. Ja, super, Mike, vielen, vielen Dank. Ich fand jetzt vor allem nochmal der Hinweis darauf, dass es eben nicht um marginalisierte Communities geht, sondern dass das sozusagen etwas ist, was ja, wo uns die Krise sozusagen in die Mitte der Gesellschaft führt mit der Frage. Das fand ich jetzt auch nochmal total hilfreich für die Diskussion. Danke. Sarah,
jetzt machen wir, genau, du beschäftigst dich schon, also mit zig Themen, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber eben so durchgehend ist mein Eindruck zumindest immer wieder mit der Frage dieser unbezahlten Sorgearbeit und was wir da, also wie wir die eigentlich auch ins Zentrum unserer politischen Kämpfe rücken können, oder das ist ja auch eine gemeinsame Frage von vielen von uns. Und vor kurzem hast du einen Text dazu geschrieben, warum wir auch dieses Konzept von Infrastrukturen auf dem städtischen Raum, warum dann ein erweitertes Konzept städtischer Infrastrukturen brauchen und da auch Debatten, Kämpfe und auch verschiedene Disziplinen zusammenbringen können. Also zum Beispiel Stadtforschung, queertheoretische Debatten auch zu Intimität im städtischen Raum, Care-Diskussionen. Und darin ging es unter anderem um die Frage, die wir vorhin auch schon angesprochen hatten, dieses Verhältnis von Alltagspraxen und Infrastrukturen. Und jetzt, genau, ich wollte dich einfach bitten, ob du ein bisschen darüber uns erzählst, also warum ist es produktiv, städtischen Raum, Infrastrukturen und Sorge miteinander zu diskutieren und genau, wie können wir auch dieses Verhältnis Infrastruktur und Sorgearbeit, also unentlohnte Sorgearbeit nochmal besser verstehen. Ja, vielen Dank, Barbara. Ich denke, wir brauchen ja für unsere politische Praxis geeignete Analysewerkzeuge und Werkzeuge, die eben imstande sind, den Blick zu schärfen auf die Realitäten, in denen wir leben, mit denen wir in unserem Alltag konfrontiert sind, um diese dann auch natürlich politisieren zu können und verändern zu können. Und auf der Suche nach solchen Instrumenten, Analysewerkzeugen, die geeignet sind, sind mir eben zunehmend Lücken aufgefallen, sind mir Leerstellen aufgefallen in den gesellschaftstheoretischen Debatten, die ich eigentlich grundsätzlich interessant finde, die auch kritisch sind und einen kritischen Anspruch haben. So machte sich zum Beispiel bei mir ein Unbehagen breit und eine zunehmende Unzufriedenheit, als ich mit dem Konzept der sozialen Infrastruktur mich etwas genauer auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel in der Debatte um die Alltagsökonomie, die Foundational Economy oder auch in der Debatte, die hier auch in der RL Rosa-Luxemburg-Stiftung geführt wird, mit dem Infrastruktursozialismus. Diese Konzepte nehmen ja in Anspruch, eigentlich eine gesellschaftliche Perspektive zu liefern für eine gute Daseinsvorsorge, für ein gutes Leben für alle. Aber tatsächlich beschränken sie sich eben meist auf einen ganz spezifischen Teil eben dieser Daseinsvorsorge, auf die professionalisierte, auf die bezahlte Sorgearbeit und blenden dabei eigentlich einen unglaublich großen Teil dieser Arbeit, dieser lebensrelevanten Arbeit und Daseinsvorsorge aus, eben diese unbezahlte Care-Arbeit, sei es in der Familie, sei es in Caring Communities, sei es in Wohngemeinschaften, in Nachbarschaften, sei es aber auch eben in selbstorganisierten Strukturen, Initiativen. Das kommt eigentlich da kaum vor und wenn es vielleicht mal erwähnt wird, dann in einer Klammer, so als es gibt das auch noch so diese informellen Hilfsstrukturen. So. Das ist mir einfach aufgefallen und ich denke, da wird einfach übersehen, dass, ja, eben wie ich gesagt habe, die Dimensionen werden übersehen, dass es sich da um einen absolut relevanten Teil der Sorgeökonomie handelt. Und zwar, wenn wir die Zahlen anschauen, für die Schweiz gibt es ganz genaue Zahlen, ist der Teil, der unbezahlt geleistet wird, grösser als der Teil, der bezahlt geleistet wird. Also ein Löwenanteil der Care-Arbeit wird unbezahlt geleistet. Und ein ähnliches Unbehagen hatte ich beim Studium von kritischen Stadtforschungskonzepten, also wo häufig dann das Wohnen auf der einen Seite und das Arbeiten auf der anderen Seite auch so auseinanderdividiert wird, als getrenntes ferngesehen werden und eben auch wieder ignoriert wird, dass ja in den Wohnungen und im Wohnumfeld ganz viel Arbeit geleistet wird. Und zudem denke ich auch häufig, dass eben diese Vorstellung da mitschwingt von so einem autonomen Subjekt, das meistens männlich gedacht wird, als ein autonomes Subjekt, das frei ist von jeglichen Care-Verpflichtungen und vermeintlich auch frei von Care-Bedürfnissen. Also dass sogar in der Recht auf Stadtforschung teilweise eben das überhaupt nicht mitgedacht wird, dass wir ja eigentlich alle sozusagen auch eben Care-bedürftig sind und Care-Verantwortung irgendwann auch übernehmen. Und mit diesem Konzept der Care-Infrastruktur, der städtischen Care-Infrastruktur, denke ich, können wir diese Leerstellen bearbeiten. Also erstens ist mal wichtig, dass wir ein breites Verständnis von Care haben, das eben alle Aktivitäten umfasst für ein gutes Leben.
Das bezieht sich nicht nur auf unseren Körper, bezieht sich nicht nur auf physische Aktivitäten, sondern ist eben viel umfassender. Es bezieht sich auf menschliche Beziehungen, die unser ganzes Leben, unseren ganzen Alltag durchdringen, weil eben alle Menschen Care brauchen, niemand autonom ist und auch die Sorgebedürfnisse nicht immer gleich sind. Und ich denke, wichtig ist auch an diesem Care, an diesem breiten Care-Verständnis, dass wir Care als eben eine kollektive Praxis auch sehen, als Fundament auch einer solidarischen Gesellschaft sehen und nicht zuletzt eben auch als ein sich kümmern, nicht nur um politische Institutionen, sondern auch um die Umwelt und um die Natur, also dass auch diese Dimension dazu gedacht wird. Das ist zu diesem Care in diesen Care-Infrastrukturen und der Infrastrukturbegriff, denke ich, ist auch auszuweiten und zu verstehen eben in einem praxeologischen Sinn, ausgehend von den Praxen und als eben die Bedingungen, die materiellen Bedingungen, die räumlichen Bedingungen, die sozialen Bedingungen, die eben städtisches Leben, gutes Leben ermöglichen. Das heißt, städtische Care-Infrastrukturen werden eben dann nicht nur gebildet durch diese öffentlichen kommunalen Care-Institutionen, sondern beziehen sich umfassender auf ein, kann sich vorstellen, wie ein Netzwerk in der Stadt, ein Netzwerk von verbundenen Sorgepraxen und Beziehungsweisen und ein sehr verzweigtes Netzwerk, das eben auch nicht nur verschiedene Menschen verbindet, sondern eben auch verschiedene Orte in der Stadt verbindet. Also Care wird einerseits als bezahlte Arbeit geleistet auf einem kommerziellen Markt, dann aber auch eben in öffentlichen Infrastrukturen, Krankenhäusern, Kitas, Schulen, Pflegeheimen, Unterkünften für Geflüchtete und so weiter, umfasst aber eben auch ganz unterschiedliche Schauplätze, wie eben die Küche, das Wohnzimmer, der Park, der Spielplatz, das Nachbarschaftszentrum, die Brache mit dem Urban Gardening Projekt oder eben auch ganz verschiedene Räume, in denen Menschen solidarische Beziehungsweisen miteinander pflegen. Und ein solches Konzept, denke ich, erlaubt es dann auch, eben diese Grenzziehung zwischen öffentlich und privat ein Stück weit auch aufzubrechen. Und es erlaubt auch ein Zusammendenken von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit. Und das, denke ich, ist ganz zentral, weil diese Arbeit, die muss ja einfach irgendwo geleistet werden und sie wird häufig einfach nur hin und her verschoben zwischen den verschiedenen Sphären. Also wenn zum Beispiel eben Infrastrukturen, öffentliche Infrastrukturen kaputt gespart werden, brüchig werden, wie durch die Privatisierung oder die Kommerzialisierung in den Krankenhäusern, die Fallkostenpauschalen, Menschen werden sehr früh wieder nach Hause geschickt, auch wenn sie noch nicht auskuriert sind. Wer übernimmt diese Arbeit? Diese Arbeit wird ins Private zurückverlagert. Man spricht von blutigen Entlassungen in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob es das auch gibt, den Begriff in Deutschland. Und die Frauen dienen dann wieder sozusagen, meistens sind es Frauen, die wieder als soziale Airbags sozusagen dienen und diese Folgen von diesen Sparmaßnahmen dann abfedern müssen, indem sie eben unbezahlte Arbeit leisten, ohne soziale Absicherung, häufig verbunden mit Zeitnöten, mit Stress und Überlastung und Erschöpfung. In Haushalten mit genügend finanziellen Ressourcen gibt es dann wieder eine Verschiebung, also dass man dann halt auf kommerzielle Dienstleistungen sich stützt oder eben ja, sozusagen auch wieder unterbezahlte, prekäre, meist weibliche und eben auch häufig migrantische Dienstleisterinnen anstellt, womit sich eben auch wieder diese Problematik des Weiterverschiebens und der Sorgeketten auch im transnationalen Raum zeigt. Und ich denke eben, dieser Blick auf das Ganze, auf dieses Ganze der Care-Ökonomie, das ist absolut zentral, auch wenn wir eben über sorgende Städte nachdenken. Und wir müssen uns diese Dynamiken und diese gegenseitigen Abhängigkeiten von Stadtbewohnenden eben zum Ausgangspunkt nehmen. Und mit so einem Konzept von Care-Infrastruktur und dem Nachdenken über die Verbindungen und die Wechselverhältnisse zwischen bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit liegt in meinen Augen auch ein zentraler Einsatzpunkt für die Politisierung. Also eben diese Analysewerkzeuge sollen auch natürlich dazu dienen, wie wir das auch sichtbar machen können, wie wir Care politisieren können und für eine breite feministische Care-Bewegung in der Stadt kämpfen. Und inspirierend für diese Politisierung sind in meinen Augen tatsächlich Erfahrungen auch hier, die wir gemeinsam gemacht haben mit dem Care Revolution Netzwerk, das sehr inspirierend war, auch für uns in der Schweiz. Natürlich können wir ganz viel lernen von den Erfahrungen in Spanien. Das fand ich jetzt auch heute wieder ganz spannend am Eröffnungspanel Lateinamerika
die feministischen Streikbewegungen. Und auch in der Schweiz konnten wir im Kontext des, der feministischen Streikbewegung vor 3,5 Jahren eine riesige Mobilisierung hinkriegen. Wir sind ja meistens nicht so stolz in der Schweiz auf unsere großen politischen Umwälzungen. Wir können da nicht so viel bieten und da läuft meistens nicht so viel Spannendes. Aber jetzt in diesem Fall muss ich sagen, darf ich doch mal feststellen, wir hatten eine riesige Mobilisierung. Eine 500.000 Menschen sind, Frauen vor allem, sind auf die Straße gegangen am 14. Juni an diesem Frauenstreik. Und das hat was verändert. Und das hat aber auch aufgebaut eben auf diesen Thematisierung der unbezahlten Arbeit. Und ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit, haben wir dann natürlich viel Vorarbeit geleistet, indem eben das, die Dimensionen der unbezahlten Care-Arbeit sehr stark immer wieder ins Bewusstsein gerückt worden sind, die kritische Wissensproduktion sehr weit fortgeschritten war auch in diesem Bereich, auch dank feministischen Ökonominnen und eben auch, ich denke, darauf dann aufgebaut eben ganz verschiedene Erfahrungen der Erschöpfung im Alltag, des Zeitstresses und so weiter auch politisiert wurden in diesen Kollektiven, die sehr lokal waren. Also sind sehr lokale feministische Streikkollektive entstanden. Nicht nur in den Städten, sondern auch in den Dörfern haben sich Frauen zusammengetan und haben darüber diskutiert, was ist die Reform des Streiks und eben nicht nur in der Lohnarbeit, sondern eben auch Streik im Alltag. Und das ist, denke ich, diese Aktionsform des Streiks ist da sehr produktiv gewesen. Wir haben eine gemeinsame Sprache entwickelt und wir haben eben auch verbindende Perspektiven entwickelt. Und das ist, denke ich, auch eben das Zentrale daran. Also das heißt, dass eben zum Beispiel bezahlte und unbezahlte Care-Arbeiterinnen sich solidarisiert haben, gemeinsam auf die Straße gegangen sind und ich denke, Anja, die ist auch hier aus der Schweiz, wir haben gemeinsam etwas erlebt, das werden wir sicher nie vergessen. Wir waren eine Gruppe von Frauen, die gesagt haben, wir sind auch Mütter und wir möchten auch als Mütter auf die Straße gehen, haben eine Kinderwagen-Demo so mal als Idee gehabt, haben dazu aufgerufen, gedacht, kommen vielleicht 50 Frauen. Am Schluss waren wir 5000 Frauen, die Mütter zusammen mit Kinderbetreuerinnen, die zusammen auf die Straße gegangen sind, weil sie für das Gleiche kämpfen, mehr Zeit, mehr auch Geld für gute Kinderbetreuung, zusammen mit ihren Kindern im Schlepptau, auch Großmütter, zum Teil auch Väter, die sich solidarisiert haben. Und das war haben wir wie einen Nerv getroffen, auch mit dieser Mobilisierung. Daraus ist ein Kollektiv entstanden, die Eidgenössische Kommission, die Mutter, die weiterhin aktiv ist und das war so einfach so als ein Beispiel, wie man eben diese verbindende Praxis, wie wichtig das ist und wie man die auch herstellen kann. Ja, Sarah, vielen, vielen Dank. Jetzt waren wir schon so im im Drive, wo alles, wie es anders gehen kann. Aber jetzt kommt noch kurz der Dämpfer mit dem Community-Kapitalismus, weil den müssen wir uns jetzt noch anhören, damit wir nicht in seine Fallen treten. Und habe ich ja vorhin schon gesagt, Tina Haubner hat eben mit Silke van Dijk dieses Buch geschrieben, Community-Kapitalismus. Und wir haben sie jetzt im Vorfeld gefragt, erstmal uns zu sagen, wie sie da eigentlich drauf gekommen sind, was sie mit dem Konzept, also sozusagen, wie sie auf das Konzept gekommen sind und inwiefern sie darin auch Konjunkturen beobachten, die der Kapitalismus nimmt in der Art und Weise, wie er sich unentlohnte Sorgearbeit aneignet. Das ist eben auch nicht über die Zeit immer gleich, sondern da beobachten jetzt vor allem Tino und Silke, aber auch vorher schon Leute ja, dass da Veränderungen stattfinden und dass es eben zu einer starken Aneignung unbezahlter Arbeit im kommunitären Sinne von Verehrenamtlichung und so weiter geht. Und genau, das hatten wir Tine gefragt und das erzählt sie uns jetzt erstmal und ich spiele das als Film ein. Also die Ausgangsbeobachtung ist so ein bisschen, was wir auch in unserem kleinen Buch versuchen zu zeigen,
dass so ein bisschen der Ego-Gesellschaft im Neoliberalismus ein bisschen die Puste auszugehen scheint. Ne? Also man hat das Gefühl, überall ist so ein bisschen von Gemeinschaft und Community die Rede. Also die Bundesregierung zum Beispiel bewirbt Konzepte von sogenannten sorgenden Gemeinschaften als neue sozial- und pflegepolitische Leitbilder. Bürgerkommunen gelten jetzt auch schon als lokalpolitische Reformmodelle der Zukunft. Sharing-Economy-Projekte florieren, Gartentausch, freiwilliges Engagement wird gerade sehr gehypt. Und unter dem Druck von einerseits einer Legitimationskrise des Neoliberalismus, die wir beobachten können, aber natürlich auch der Krise sozialer Reproduktion, so unsere Ausgangsthese, stellt der Kapitalismus sozusagen mal wieder seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis, nimmt Abstand vom jahrzehntelang gepredigten radikalen Individualismus und sucht nach gemeinschaftsförmigen Krisenlösungen, um sich zu regenerieren in dieser multiplen Krisensituation. Und dabei wird mal wieder deutlich, dass unbezahlte Arbeit, vor allem unbezahlte Sorgearbeit, das Lebenselixier des Kapitalismus war und ist. Und je weniger selbstverständlich die im Privathaushalt unbezahlt von Frauen erbracht wird, weil zum Beispiel Frauen nicht länger sozusagen 24/7 als unbezahlte Hausfrauen zur Verfügung stehen, desto größer wird die Bedeutung von unbezahlter, von informeller Sorgearbeit auch außerhalb der Familie. Und vor diesem Hintergrund ist die Entstehung von einer Konfiguration zu beobachten, die Silke van Dijk und ich Community-Kapitalismus nennen und die sich einerseits durch die Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage auszeichnet und zum anderen durch eine Verbindung von nicht regulär entlohnter Arbeit, die wir Posterwerbsarbeit nennen, und Gemeinschaftspolitik. Und mit Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage meinen wir zweierlei. Also einmal eine Art Verschiebung oder Neuakzentuierung von gesellschaftlichen Sektoren. Das heißt, eine Auslagerung von Aufgaben, die vorher entweder in Markt, Staat oder Familie erbracht wurden, in die Zivilgesellschaft. Und auf der anderen Seite ist damit auch gemeint, dass die Bürgerinnen und Bürger responsibilisiert werden, aktiviert werden durch symbolische Würdigung zum Beispiel, aber auch eine materielle Förderung. Und ein Fokus liegt dabei auf dem Engagement, dem freiwilligen Engagement, das eben ab Ende der 90er Jahre neu bestimmt, neu akzentuiert wird und mittlerweile als eine ertragreiche ökonomische Ressource gilt und als ein Co-Produzent von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen. Und so ein bisschen im politischen Tenor, wenn man sich die Sozialberichterstattung anguckt, da ist dann davon die Rede, dass das Engagement im Kontext von demografischem und familialen Wandel als Ersatzfamilie gestärkt werden soll. Es soll eine moderne Antwort auf den Wunsch der Menschen nach Gemeinschaft darstellen. Es sollen Wahlverwandtschaften erweitert werden und traditionelle Formen der Solidarität in zivilgesellschaftlich geleistete und geschlechtergerecht organisierte Subsidiarität überführt werden. Also das ist jetzt, sind Zitate aus dem 7. Altenbericht zum Beispiel, findet man aber auch in anderen Quellen. Und dafür sind sozusagen ganz viele Förderungen und Anreize auf den Weg gebracht worden seitens der Bundespolitik, wie zum Beispiel materielle Unterstützung. Ne? Es gibt jede Menge Finanzierungsangebote auch für freiwilliges Engagement. Und auf der anderen Seite wirken auch sozialstaatliche Kürzungen als Engagementtreiber. Das zeigt sich besonders auf kommunaler Ebene, wo man dann Rechtsansprüche, zum Beispiel auf dem Kita-Platz und so weiter, unter zunehmend knappen Budgets realisieren muss. Und dabei wird eben auch auf Freiwillige immer mehr zurückgegriffen. Und um so ein paar kleine Beispiele zu nennen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, Bereich Schule. Ja, also wir hatten damals in unserem Forschungsprojekt mit ehrenamtlichen sogenannten SchulmediatorInnen gesprochen, die uns berichtet haben, zum Beispiel an der Brandenburger Grundschule, dass es ohne diese Ehrenamtlichen im Schulalltag eigentlich nicht mehr funktionieren würde. Es gibt in Baden-Württemberg ein JugendbegleiterInnenprogramm, das auch sozusagen ganztags Schul-, Hausaufgabenunterstützung, Betreuung von Kindern, Aushilfe in der Schulkantine und so weiter anbietet. Und auch die haben uns gesagt, ohne die Ehrenamtlichen würde sozusagen der Schulalltag kollabieren. Ein anderes Beispiel ist der begleitete Umgang von Kindern. Der ist ja im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt für den Umgang von Kindern in Scheidungsfamilien, also wo der Umgang mit einem Elternteil als problematisch gilt. Und eine Mitarbeiterin vom Kinderschutzbund hat uns eben erzählt, dass das eigentlich eine gesetzliche Aufgabe der Landratsämter ist, die das aber gerne ans Engagement ausgliedern. Und jetzt in diesem Fall war eben dann der Kinderschutzbund mit dieser Betreuung sozusagen ja betraut. Und da haben dann freiwillige sogenannte Familienpaten die Betreuung übernommen für 7,50 Euro Aufwandsentschädigung die Stunde. Und als letztes Beispiel für die Altenpflege, weil das ist so ein bisschen der Vorreiterbereich, wenn es ums Engagement geht, da haben wir seit 2000 eigentlich jede Menge pflegepolitische Reformen, die diese sogenannten sorgenden Gemeinschaften weiter ausbauen. Und da gibt es dann auch nicht nur eine Erhöhung der Übungsleiterpauschale, sondern es gibt auch Angebote zur Unterstützung im Alltag. Das heißt, es gibt aus den Mitteln der Pflegeversicherung Geld
für private Pflegehaushalte, wenn die sich zum Beispiel Engagierte einkaufen wollen als zusätzliche Unterstützung für die Pflege. Und bei diesen Beispielen handelt es sich jetzt eben nicht nur, wie wir sagen würden, um eine staatliche Instrumentalisierung und Ausnutzung des Engagements, sondern eben auch um Prozesse einer Informalisierung von Arbeit, wenn eben an die Stelle von vormals regulär entlohnter Arbeit freiwillige Angebote treten. Und dazu kommt auch noch, dass wenn Freiwillige zum Beispiel bettlägerige Patienten lagern, waschen, bei der Nahrungsaufnahme assistieren wie in der Altenpflege oder eben jetzt wie beim Kinderschutzbund staatliche Aufgaben und Zuständigkeiten übernehmen, dass damit auch Professionalisierungsbemühungen in den Sozialberufen, in den Sorgeberufen erschwert werden. Die sind da ohnehin sehr mühselig. Ja. Das ist sozusagen ein Problemfeld, was wir sehen. Ein anderes betrifft die ganze Frage von sozialen Rechten. Denn selbst wenn wir jetzt gegen die Informalisierung und Deprofessionalisierung von Sorgearbeit gegensteuern, ändert das eben wenig daran, dass das Engagement in seiner Grundstruktur einen gewissen Grad von Unverbindlichkeit aufweist, was sozusagen ganz untrennbar mit Freiwilligkeit verbunden ist. Und das macht sich gerade in Sorgekontexten durchaus problematisch bemerkbar. Das heißt, gute Sorgearbeit muss sich eben in erster Linie an den Bedürfnissen von vulnerablen und sorgeabhängigen Personen orientieren. Und demgegenüber haben jetzt viele der Freiwilligen, mit denen wir gesprochen haben, eben neben der Freude daran, anderen zu helfen und fürsorglich zu sein, die Handlungsfreiheit ihres Engagements als einen wesentlichen Anreiz hervorgehoben. Und dabei betonen eben ganz viele, wie wichtig es ist, dass sie das Engagement auch jederzeit abbrechen können, wenn es keinen Spaß mehr macht oder es Konflikte zum Beispiel gibt. Und das heißt, Freiwillige nutzen dabei zu Recht ihre Spielräume in der Freiwilligkeit, ziehen auch eigensinnig Grenzen, was gut ist, aber auf der anderen Seite unterscheiden sie halt mitunter auch zwischen würdigen und unwürdigen Hilfebedürftigen oder vernachlässigen eben weniger spaßige Aktivitäten, auf die aber sorgeabhängige Personen angewiesen sind. Und deswegen schauen wir uns immer so ein bisschen demgegenüber das Verdienst von historisch erkämpften und institutionalisierten sozialen Rechten an, die eben vom Charakter einer Person, von der persönlichen Beziehung entkoppelt sind und die Fürsorge nicht nur für diejenigen anbieten, die sozusagen über eine entsprechende soziale Kontakte verfügen oder sich durch Sympathie und Liebenswürdigkeit auszeichnen. Und das bedeutet eben, dass soziale Rechte, wie sie im Sozialstaat zumindest im Idealfall verkörpert sind, Bedingungen schaffen, unter denen zum Beispiel auch eine garstige Demenzkranke, die alle Freiwilligen verschreckt und keine Angehörigen hat, eben auch sozial betreut wird. Und das heißt, dass diese Sozialrechte den Vorteil haben, dass sie dauerhaft geregelt und organisiert abgerufen werden können und dass sie dadurch im Idealfall handlungsentlastend wirken und eben auch freiheitssichernd, weil sie entkoppeln sozusagen soziale Sicherung auch von familiären Zwängen und Gemeinschaftszwängen. Und dass eben Freiwillige das gar nicht leisten können, also jetzt eine verbindliche, professionelle sozusagen Dienstleistungserbringung, das ist überhaupt keine moralische Schwäche oder keine Kritik an Ehrenamtlichen und Engagierten, sondern das ist sozusagen das Grundprinzip der freiwilligen Gabe im Unterschied zum sozialen Recht. Das heißt, wir problematisieren auch nicht die Freiwilligen und ihre Praxis, sondern die sozioökonomischen und politischen Bedingungen, die dazu führen, dass eben ganz zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge und Infrastruktur sozusagen auf die freiwillige Gabe umgestellt werden. Und dabei geht es uns auch nicht darum, die spaltenden Effekte vom Sozialstaat zu entproblematisieren, sondern es geht eher darum, ein Freiheits- und Sicherheitsversprechen, was in sozialen Rechten verkörpert ist, einzulösen und auszubauen, statt das eben zu unterlaufen und auszuhöhlen. Und wir würden eben sagen, dass sozusagen die freiwilligen Hilfen nicht pauschal problematisiert werden sollten, sondern dass sie ihre Stärken eigentlich auch erst dann wirklich entfalten können. Mit Stärken meine ich sowas wie rebellisch sein, herrschaftskritisch sein, politisierend sein, wenn sie eben nicht als Ausfallbürger eines sich aktiv zurückziehenden Sozialstaates instrumentalisiert werden. Ich gebe es weiter. Wir sehen das, was, glaube ich, linke Bewegungen schon häufig gesehen haben, immer wenn wir eine neue emanzipatorische Praxis an den Staat kriegen oder Ansprüche entwickeln, hat der Kapitalismus das auch schon entdeckt und sich zunutze gemacht. Jetzt haben wir sozusagen gehört, wie diese neue Regulation von unentlohnter Sorgearbeit derzeit herrschaftlich angeeignet wird. Und wir haben aber dann auch Tine noch gefragt, was sie eigentlich denkt, wie, also was wir jetzt aus einer linken feministischen Perspektive besonders auf dem Schirm haben müssen, wenn wir trotzdem an dem Anspruch festhalten, dass
wir eben nicht nur die Institutionen, die es gibt, ausweiten wollen, sondern dass wir die auch verändern wollen und dass wir dafür Räume brauchen, die wir entwickeln müssen und einfach auch Dinge entwerfen müssen, die es noch gar nicht gibt oder die es sozusagen so nicht gibt. Das ist irgendwie ja der Anspruch, mit dem wir es zu tun haben. Also wir wollen jetzt nicht nur verhindern, dass der Kapitalismus es weiter ausbeutet, sondern wir wollen wirklich eine Transformation. Und da, also damit steigen wir jetzt quasi in die zweite Debattenrunde ein, nämlich was sind die Herausforderungen, aber wie können wir damit auch umgehen und wie kommen wir weiter? Und da würden wir jetzt gleich, also steigen wir wieder mit Tine ein und haben sie im Anschluss an die Erklärung des Konzepts Community Kapitalismus gefragt. Genau, also wenn wir jetzt aus einer feministischen Perspektive das trotzdem wollen, worauf müssen wir achten und was sind die Dinge, die wir auf dem Schirm haben sollen? Jetzt muss ich kurz hier die Technik wieder an den Start kriegen. Moment. Ja, ich finde wichtig zu sehen, dass der Community-Kapitalismus auf ein reales Begehren, sozusagen nach Verbundenheit, nach Solidarität antwortet, nach eben jahrelanger Konjunktur von Hyperindividualismus und Sozialabbau natürlich. Und das heißt, dass das Regieren durch Community, das reizt etwas an, das vielen Menschen im Alltag natürlich wichtig ist, was ein Mittun befördert, ohne dass damit jetzt immer auch eine Bejahung von einer Neuverhandlung des Sozialen natürlich verbunden sein muss. Ja, das ist ja auch nicht das, was den Leuten dann sozusagen alltäglich in ihren freiwilligen Praktiken durch den Kopf geht. Und wenn wir aber sozusagen von links dieses Begehren ernst nehmen, dann stellt sich eben die Frage, wie eine Alternative zum Community-Kapitalismus aussehen kann, die die wechselseitige Verbundenheit von Menschen stärkt, ohne dass sie ihre Autonomie einschränkt, die sozusagen den Fallstricken auch von gemeinschaftsförmiger Fürsorge entgeht, ohne unkritisch gleichzeitig den Sozialstaat mit seinen normierenden und exkludierenden Implikationen anzurufen und die vor allem natürlich eine solidarische Antwort auf die zerstörerischen Folgen von Privatisierung, Kommodifizierung, Deregulierung und so weiter bietet. Das heißt, wie kann eigentlich eine institutionelle Einbettung von Gegenseitigkeit, von Solidarität im Alltag gelingen, ohne dass alternative Projekte als eine kostengünstige Ressource ausgebeutet werden oder eben die emanzipatorischen Potenziale auch von Selbstorganisierung durch Regulierung zunichte gemacht werden? Das ist so ein bisschen, das sind die großen Fragen, die uns natürlich auch umtreiben. Und eine erste Antwort von uns würde sich jetzt auf Fragen der Arbeitsgestaltung beziehen. Also das heißt, wenn wir es mit abhängiger Arbeit zum Lebensunterhalt zu tun haben, dann muss die als Arbeit reguliert und entlohnt werden, während halt sozusagen unbezahlte Tätigkeiten, freiwillige Tätigkeiten jetzt nicht vorschnell sozusagen ohne Prüfung ihrer potenziell auch informalisierenden, prekarisierenden und manchmal auch deprofessionalisierenden Effekte sozusagen als positive Alternative zur Erwerbsarbeit aufgeladen werden oder eben als feminisierte Gratisressource abgewertet werden. Das geht ja meistens auch Hand in Hand. Das heißt, wir müssen uns schon auch immer fragen, wo ersetzen Freiwillige fehlende Pflegefachkräfte zum Beispiel oder den öffentlichen Nahverkehr? Wo organisieren Nachbarschaftsinitiativen die Grünpflege oder Langzeitarbeitslose im Bundesfreiwilligendienst die Ganztagsbetreuung an Schulen? Also das heißt, wo werden eigentlich soziale Rechte und Sicherheiten unterlaufen, indem Arbeit, Sorgearbeit in Hilfe, Freizeit, Freiwilligkeit, Gemeinsinn oder Liebe umdefiniert wird? Das ist ja sozusagen ein ganz alter Zauber im Kapitalismus. Und wo werden eben durch den positiven Bezug auf unbezahlbare Hilfsbereitschaft soziale Prekarität, aber eben auch persönliche Abhängigkeiten und soziale Ungleichheiten zementiert und fortgeschrieben? Und die zweite Antwort betrifft so ein bisschen die Organisation von sozialer Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Und hier ist ein Ansatzpunkt, und das wird ja auch schon ganz breit diskutiert, auch bei euch auf der Konferenz, sozusagen die Polarität von privatwirtschaftlich und öffentlich aufzubrechen. Und das Öffentliche dahingehend neu zu denken, dass die Rolle des Staates im Zusammenspiel mit Zivilgesellschaft neu bestimmt wird. Und konkret würde das bedeuten, eben die neoliberale Strategie der Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage, die ja quasi ein Outsourcing ist, eine Ressourcennutzung und eine Entpolitisierung, umzukehren. Also aus diesem Outsourcing sozusagen ein Insourcing zu machen. Das heißt, zivilgesellschaftliche Akteure als Miteigentümerin und handlungsmächtige Gestalterin sozusagen in die Organisation von öffentlicher Daseinsvorsorge und Infrastruktur zu integrieren. Und dafür gilt es eben, diese Entgegensetzung zwischen Sozialstaat und Zivilgesellschaft zu überwinden, ohne aber, und das ist sozusagen die Krux der neoliberalen Praxis ihrer Zusammenführung im Sinne von einer einseitigen Staatsentlastung zu folgen.
Eine solche Antwort könnte, es wäre jetzt ein Vorschlag von uns, das Sozialstaatsprinzip mit seiner strukturellen Entkopplung von sozialer Sicherung und sozialer Beziehung zumindest zu einem Ausgangspunkt zu nehmen und natürlich gleichzeitig die historischen Begrenzungen und Ausschlüsse in der Institutionalisierung dieses Prinzips adressieren, um eben sozusagen sowas wie uneingelöste Emanzipationsversprechen, die da drin stecken, sozusagen herauszulösen und wirklich zu realisieren. Und dafür ist es eben von ganz zentraler Bedeutung, die Frage auch der Verteilungsverhältnisse und des Zugangs zu öffentlicher Daseinsvorsorge und Infrastruktur, um eine Perspektive auf Eigentumsverhältnisse zu ergänzen. Und das wird ja auch schon gemacht. Das heißt, der Wohlfahrtsstaat ist natürlich jetzt nicht eine immer inkludierende, sicherheitsstiftende Antwort auf die soziale Frage, sondern regelt, reguliert Ein- und Ausschlüsse. Er diszipliniert natürlich auch im Modus der Verrechtlichung, der Bürokratisierung. Und insofern wollen wir jetzt nicht in Abrede stellen, eben, dass das Verhältnis von Wohlfahrtsstaat und individueller Autonomie schon immer als ambivalent zu beurteilen ist. Und wenn wir uns aber trotzdem positiv auf soziale Rechte beziehen, dann eben deshalb, weil wir das Prinzip an sich und die ihm eigene Abstraktion von moralisch aufgeladenen Sozialbeziehungen durch diesen anonymen Ausgleichsmechanismus für emanzipatorisch anschlussfähig halten, auch für die Linke. Und jetzt sehen wir ja ganz verschiedene Suchbewegungen nach so einer neuen, solidarischen, partizipativen Alltagsökonomie und Infrastruktur. Und wir würden sagen, dass es gut ist, bei diesen Ansätzen diese Analyse des Community-Kapitalismus mitzudenken, weil sie sozusagen das Potenzial hat, eine systemstabilisierende Antwort auf die Funktions- und Legitimationskrise des Neoliberalismus zu werden. Und erst wenn wir diese Struktur auch analytisch durchdringen, sind wir hoffentlich davor gefeit, eben ausgebeutete Arbeit der Gegenwart als einen Vorgriff auf sowas wie eine nicht-kapitalistische Tätigkeitsgesellschaft der Zukunft misszuverstehen. Ja? Und erst wenn wir konsequent die Eigentumsfrage stellen und nach der Verfügungs- und Gestaltungsmacht fragen, kann es eben gelingen, diese instrumentelle Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage möglicherweise in ein emanzipatorisches Projekt einer Vergesellschaftung des Öffentlichen zu überführen. Und so eine Politik des Insourcing quasi der Gesellschaft in wohlfahrtsstaatliche Strukturen würde eben auch einer neoliberalen Politik der Austerität und Kommodifizierung ein Ende setzen. Genau, und einen solchen Weg zu bestreiten bedeutet jetzt auch nicht, informelle Hilfe und Unterstützung, freiwilliges Engagement im Hier und Jetzt sozusagen zu verweigern, sondern vielmehr ist rebellisches Engagement gefragt, das sozusagen nicht jetzt stillschweigend einfach sorgt und unterstützt, wie das häufig der Fall ist, sondern auch unbequem ist, laut ist, seine eigenen Grenzen sozusagen und auch seine Vereinnahmung problematisiert öffentlich, um den Weg eben für eine selbstverwaltete und solidarische Infrastruktur zu bestreiten. Mike, jetzt müsst ihr die Antworten geben, wie wir aus dem Dilemma rauskommen. Tina hat ja jetzt zwei Sachen gesagt. Erstens, Lohnarbeit regulieren, wo sie Lohnarbeit ist, das ist das eine. Und das andere, Insourcing, das ist ja schon ein Schritt in Richtung Vergesellschaftung, also Aufheben dieses Gegensatzes zwischen privat und öffentlich und sozusagen uns alle zu Akteurinnen dieses Öffentlichen machen. Jetzt sag doch noch mal, wie du zu diesen, also sozusagen zu dieser doch ja irgendwie zu dieser Skepsis gegenüber selbstorganisierten Formen von Care-Arbeit steht, die, glaube ich, bei Tine und Silke schon relativ präsent sind. Also wir haben nicht so viel Vertrauen daran, dass wir quasi aus unseren Praxen heraus tatsächlich diesen Staat umgebaut, also sozusagen diese Infrastrukturen umgebaut kriegen, oder sehen zumindest mehr Gefahren als Hoffnung. Und genau, vielleicht sagst du jetzt, du hattest ja vorhin schon die AIDS-Krise angesprochen, vielleicht sprichst du einfach noch so ein bisschen aus Praxen, wie du einschätzt, dass es vielleicht doch Hoffnungsschimmer und Ansätze in diese Richtung gibt. Genau. Genau, also es ist natürlich, also Tina hat jetzt eben auch sehr geballten, nochmal dichten Input gegeben. Und ich denke, dass erstmal so die Hausaufgabe für uns ja auch, so war ja auch der Input gedacht, schon ist, eben mitzubedenken, so hast du es auch anmoderiert, dass es natürlich diese Vereinnahmungs- und Instrumentalisierungstendenzen gibt. Das ist aber erstmal für uns ja überhaupt nichts Neues. Also vor allem jetzt sozusagen in so einem fortgeschrittenen Stadium des Kapitalismus ist ohnehin unser ganzer Alltag wird
kapitalistisch sozusagen in Wert gesetzt. Unsere Körper, unsere Subjektivitäten und auch eben unsere Beziehungen, unsere sozialen Beziehungen. Und ich glaube, das sollte erstmal jetzt kein Grundsatz-Gegenargument sein, es auszuprobieren, was sozusagen auch an vielleicht noch nicht jetzt vorhersehbaren Dingen passieren kann, wenn bestimmte Strategien entwickelt werden, die auch vielleicht so etwas wie eine Bewegung in Gang setzen. Ich glaube, dass es richtig ist, dass klar, so wenn wir auf einer Ebene oder in einer Phase verbleiben, wo es so einzelne insulare Projekte gibt, die eben jetzt versuchen, so kapitalismuskritisch und auch irgendwie vielleicht staatskritisch und Kritik an so traditionellen Familienkonzepten berücksichtigend anders füreinander zu sorgen, dann haben wir schnell dieses Dilemma. Das, was Tine und Silke sich angeguckt haben, ist aber ja überwiegend, nicht nur, aber überwiegend sind das Formen von freiwilliger Arbeit und von Engagement, die ja auch nicht alle immer in einem wirklichen emphatischen Sinne aus einem sozialen, bewegten einer Motivation heraus stattfindet, sondern es sind eben schon Formen des freiwilligen Engagements, die sozialstaatlich gesteuert sind, also viele, die lohnabhängig sind, die vielleicht lange beim Jobcenter waren, die dann in Maßnahmen gesteckt werden und irgendwelche Hilfstätigkeiten verrichten in den öffentlichen Infrastrukturen, in den sozialen Infrastrukturen. Und das ist ganz klar ein Problemfeld, das weiter ausgedehnt wird aktuell und das wir uns kritisch angucken müssen. Und ich glaube, es ist aber eben nochmal ein Unterschied und so sehe ich auch die Brücke, die die beiden schlagen mit dem rebellischen Engagement, dass es eben dann die Aufgabe ist, zu überlegen, welche Formen von Selbstorganisierung lassen sich eben nicht so einfach einkassieren. Und mit allen Widersprüchen trotzdem, die das hat, also wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass sowas wie Selbstorganisierung wirklich so außerhalb der Verhältnisse steht. Wir sind so lange jetzt durch die neoliberale Sozialmaschinerie irgendwie durchgewirbelt worden, dass also wir denken so, wir fühlen so, unsere Beziehungen sind so. Es wäre ja unsinnig zu denken, wir starten jetzt irgendwie von außerhalb und versuchen da was ganz Neues aufzubauen, sondern der Neoliberalismus, kapitalistische Verhältnisse haben diese Situation so produziert, dass jetzt Menschen immer mehr auch in die Lage geraten, auf nicht familiäre und nicht staatliche, auch nicht marktförmige Formen der Unterstützung und Hilfe zurückzugreifen. Und das ist aber doch erstmal auch eine urlinke Idee, dass sozusagen das in sehr widersprüchlichen, auch herrschaftsförmigen Verhältnissen entsteht und so eine Lage. Und jetzt ist die Frage, wie können wir von dort aus diese Situation in eine andere Richtung weiterentwickeln, die perspektivisch über die gegebenen Verhältnisse hinausweisen. Und ich glaube, es ist schon, wenn wir in die Bewegungsgeschichte gucken, sehen wir ja, dass das immer wieder gelungen ist auch. Also dass in all der Widersprüchlichkeit, also der Sozialstaat wurde in seiner Geschichte nicht nur durch so klassische Arbeiterbewegungsansätze irgendwie verändert, sondern auch durch feministische Bewegungen zum Beispiel. Also der starke Bedeutungsgewinn der sozialen Arbeit innerhalb von Wohlfahrtsstaatsregimen ist auch mit ein Effekt von feministischen Interventionen. Auch natürlich der Ausbau von Kinderbetreuungsinfrastrukturen. Und wir wissen auch, dass das gleichzeitig auch dazu dient, mehr Frauen, die vielleicht früher gebunden waren, sozusagen an familiäre Care-Arbeit, nicht arbeiten, außerhalb sozusagen der Familie arbeiten konnten, die sozusagen zu integrieren in den Erwerbsarbeitsmarkt, der eben, wie wir wissen, das ist halt eben die Situation, immer weitergehender, aber prekär organisiert ist. Und auch da würden wir jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, okay, jetzt sollen, das ist ja auch dann irgendwie neoliberal und jetzt müssen wir eigentlich doch wieder zurück in, also wie es mal war, sozusagen, wie der Sozialstaat mal war. Und das würden ja auch Tine und Silke eben nicht, gerade eben nicht befürworten, das ist nicht ihr Vorschlag. Und von daher sitzen wir also im selben Boot, sehe das gar nicht als so ein eine Gegenbewegung. Wir sitzen eigentlich im selben Boot und müssen uns halt eben überlegen, wie wir eigentlich Care and Communities in Bewegung bringen.
Und ich glaube, was halt total wichtig ist, ist, auf mehreren Ebenen anzusetzen. Also wenn wir jetzt diesen Vorschlag mit dem rebellischen Engagement aufnehmen, dann geht es eben nicht darum, geht es jetzt nicht darum, eben in irgendwelchen so semi-öffentlichen Räumen halt so mehr oder weniger private Care-Communities zu entwickeln. Das wird auch passieren, das ist Teil sozusagen des Ganzen, aber das reicht eben nicht, weil sozusagen solche auf einer individuellen oder auf einer Gruppenebene entwickelten anderen Konzepte von kollektiv füreinander zu sorgen, übersetzt sich ja nicht automatisch auf eine institutionelle Ebene. Ja? Also dann haben wir nicht automatisch Infrastrukturen oder auch neue soziale Rechte, Sorgerechte vielleicht, die solche nicht traditionellen, die solche kollektiven, vielleicht auch emanzipatorischen Formen von Sorge stützen und absichern. Nee, haben wir nicht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eben Bewegungen, die auf sehr vielen Ebenen ansetzen. Und da finde ich den AIDS-Aktivismus immer noch, obwohl er viel konzentrierter war auf bestimmte Fragen, finde ich ihn trotzdem immer noch inspirierend, weil es eine Bewegung war, die einmal diese Ebene der Caring Communities im Alltag mitgedacht hat, die aber gleichzeitig stark auch auf den Ebenen der Medien, der Kultur- und Kunstproduktion aufgesetzt hat. Es gab sozialpolitische AGs, die sich gebildet haben. Es ging schon auch um die Frage, also vor allem ja in den Gesellschaften, in denen Menschen mit HIV und Menschen mit AIDS ja radikal auch sozusagen stigmatisiert waren und ausgeschlossen wurden und es keine staatliche gesellschaftliche Solidarisierung gab, die auch nicht auf familiäre Ressourcen zurückgreifen konnten. Gab es dann eben solche Forderungen, dass beispielsweise, wenn aufgrund von Erkrankungen Menschen nicht mehr arbeitsfähig waren, dass es sozusagen eine Absicherung geben muss, dass sie beispielsweise mangels Einkommens, wenn sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können, dass sie nicht aus ihren Mieten, aus ihren Wohnungen vertrieben werden dürfen. Ja? Also da gab es sozusagen eine Sozial-AG zu diesem Thema. Es gab bezogen auf Sexarbeit als Risikopraxis, bezogen auf Drogenkonsum als Risikopraxis, AGs, die sich darum gekümmert haben. Und es gab aber vor allem auch sehr viel direkte Aktionen. Und bin ich so ein bisschen genervt, also gerade im Klimaaktivismus aktuell ist das wieder so zu beobachten, dass halt manche in der Linken versuchen, so dass die Organisierungsfrage immer mit gegen die Aktionismusfrage so auszuspielen, als wären das sozusagen so zwei gegensätzliche Prinzipien, Politik zu machen und sozusagen Forderungen durchzusetzen. Sondern die Frage ist doch, wie die in ein gutes Verhältnis miteinander kommen können. Und das heißt, wir brauchen sozusagen den zivilen Ungehorsam, wir brauchen Aktionen, wenn ich jetzt an eine Caring City denke, brauchen wir vom, wie auch sozusagen der routinierte Ablauf gestört werden kann, ja, können wir ganz kreativ sein. Wir haben im Grunde da schon ganz viel in petto, also von Straßenblockaden bis hin irgendwie zur Bestreikung von irgendwelchen anderen logistisch wichtigen Verkehrswegen. Wir können gleichzeitig große Demos organisieren, auch, ja, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann ist es aber auch eben wichtig, und da ist, glaube ich, wieder die Munizipalismusfrage deswegen so inspirierend, auch jetzt für uns, wie in diesem Schwellenbereich zwischen Zivilgesellschaft und kommunaler Verwaltung und kommunaler Politik, wie wir dort vorankommen. Und da finde ich, weil es ja auch um die Frage nach der Verallgemeinerung ging, und ich will das eigentlich nur noch mal unterstreichen, wie wichtig die Kommunalisierungsfrage ist von Gütern, die nicht nur von eben privatisierten Gütern, sondern wirklich auch von sozusagen staatlich verwalteten Gütern, die aber undemokratisch verwaltet sind und sozusagen die uns weggenommen wurden. Ja? Also sozusagen wir als Gesellschaft, die den gesellschaftlichen Reichtum produzieren, sozusagen wir haben deswegen auch ein Anrecht darauf, dass wir selber verfügen können über die Grundlagen, die wir brauchen, um irgendwie gut leben zu können. Und das ist eigentlich eine total simple Grundidee, ja, und trotzdem ist es aber eine, die
eben auf massive politische Widerstände logischerweise stößt, weil sie eigentlich das Ende wäre, bedeuten würde von kapitalistischer Organisierung, wenn sich das durchsetzen würde. Wenn wir nämlich sozusagen, ohne dass wir uns irgendwie in hoch prekären und absurden Arbeitsverhältnissen verdinglichen müssten, überleben könnten, weil sozusagen eine Stadt im Grunde das alles schon bereitstellt, was Menschen zum Überleben brauchen und es gleichzeitig auch vielleicht noch solche Umverteilungsprinzipien gibt, die eben nicht so persönlich interpersonell sind, sondern die anderweitig organisiert sind, wie eine Krankenversicherung, wie eine Rentenversicherung, ja, dann sozusagen wären wir auch nicht so erpressbar, im Grunde, wie ich schon meinte, also wirklich die absurdesten Arbeitsformen annehmen zu müssen, um überleben zu können. Und genau, das ist, denke ich, nochmal, das finde ich nochmal so einen wichtigen Punkt. Und ich glaube halt, weil die Caring Communities werden oft eben so vorgestellt, dass das so kleine Mikropraktiken sind. Und ich glaube, wenn wir es aber mit der Kommunalisierung zusammendenken und auch mit Vergesellschaftung von lebenswichtigen Ressourcen, Infrastrukturen, dann sieht das schon anders aus, weil wir dann im Grunde auch dieses Problem, das Silke und Tine zu Recht ansprechen, dass wenn sozusagen persönliche oder auf einer Mikroebene, einer Alltagsebene zwischen Menschen stattfindenden Organisierung von Sorge und Unterstützung, wenn das mal wegfällt aus irgendwelchen Gründen, weil es nicht zuverlässig ist, weil es zu Konflikten vielleicht kommt, deswegen uns nicht rechtlich sozusagen eingefordert werden kann, ja, dann ist aber klar, fallen sozusagen Leute nicht irgendwie in ein Loch, sondern es gibt eine Stadtgesellschaft, die das die Strukturen entwickelt hat, um das aufzufangen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir das als Prozess denken, das Ganze. Es ist ein ganz langes Spiel, ein ganz zähes Spiel. Das wird nicht irgendwie so mit, wir machen jetzt hier so einen Plan und dann wird das umgesetzt. Ne? Weil, und das höre ich nämlich auch aus dem Input von Tine raus, es gibt auch so, wir haben, das wurde aber hier auch schon, finde ich, zu Recht thematisiert, auch heute Morgen schon in dem Panel, wir sind natürlich als neoliberal subjektivierte Individuen, sind wir ängstlich, dass sozusagen niemand da ist, um uns zu halten, um uns zu unterstützen, wenn wir darauf angewiesen sind. Und genau diese Angst ist aber auch so krass ausbeutbar. Und ich glaube, was eben auch schon erwähnt wurde, dass es wichtig ist, dass es Räume gibt, in denen Menschen überhaupt nochmal wieder lernen können, sich zu vertrauen, auch zu erfahren, was das eigentlich bedeutet, kollektiv mit anderen, ja, was zu erreichen, was zu gestalten. Ja. Wir haben ja ganze Teile der Bevölkerung, die völlig isoliert sind, die ja auch, also gerade ich denke jetzt an die, die eben nicht formell integriert sind, dauerhaft in Lohnarbeit, wo sie vielleicht da noch so Formen von Solidarisierung oder so erleben können, sondern Teile, die einfach vollkommen isoliert sind und die kaum noch ihre Wohnungen auch verlassen, weil die Stadt im Grunde ja auch keine alternativen Räume zur Verfügung stellt. Und ich glaube, das ist deswegen total wichtig, als einen Baustein in diesem Prozess zu sehen. Wir müssen überhaupt erstmal wieder als Subjekte lernen, solidarisch irgendwie zu sein, zu denken, Vertrauen zu haben. Und solange das nicht ist, brauchen wir auch ganz klar eben diese sozialen Rechte, von denen die Rede war, ja, die auch sozusagen greifen, wenn auf einer konkreten, einer wirklichen, stofflichen Ebene des Miteinanders eben kein Verlass ist. Ja. Sehr cool, vielen Dank. Okay, das Problem wird nicht kleiner, sondern größer, je länger wir reden. Sarah, wir haben jetzt verschiedene Stichworte gehabt. Rebellisches Engagement, Caring Communities in Bewegung, hast du gesagt. Und wie, wenn du jetzt mit diesem Blick auf diese städtischen Sorgeinfrastrukturen und wie wir sie aus, ich sage jetzt einfach mal, subalternen Praxen heraus so entwickeln können, dass sie dem, was Mike jetzt gesagt hat, in der Prozesshaftigkeit, aber eben auch ohne dann in den Community-Kapitalismus zu kippen. Wie,
Was, wie würdest du sagen, aus deinen politischen Praxen heraus gedacht jetzt auch, wo siehst du Ansatzpunkte oder vielleicht auch schon Beispiele dafür oder wo können wir irgendwie weitergehen? Ja, ich glaube, da wurde jetzt eben wirklich schon sehr, sehr vieles gesagt, dass ich unbedingt unterstützen würde von Mike. Also ich finde auch diesen Analyserahmen, den du da so aufmachst, super nützlich. Und ich denke, wir müssen uns einfach dieses Spannungsverhältnis immer wieder vergegenwärtigen, logisch, indem sich eben dieses zivilgesellschaftliche Engagement bewegt, aber dabei eben auch genau auf den Kontext schauen und genau auch hinschauen, was in diesen jeweiligen Kontexten auch an einerseits Potenzialen und andererseits eben aber auch wieder Grenzen und Gefahren sich zeigen in diesem zivilgesellschaftlichen Engagement. Ich glaube, wir müssen dieses Spannungsfeld aushalten können. Das ist gar nicht so einfach. Und dass wir das eben mit einem enormen Spannungsfeld zu tun haben, das wird mir in meiner eigenen politischen Praxis, aber auch in meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit zivilgesellschaftlichen Strukturen, vor allem im Migrationsbereich, auch immer wieder deutlich. Also, und vor allem jetzt, wir haben in den letzten 2 Jahren uns auch intensiver angeschaut, eben diese Unterstützungsstrukturen, solidarischen Infrastrukturen für Menschen mit irregulärem Aufenthaltsstatus. Wir reden in der Schweiz von Sans-Papiers. Und ich denke, hier ist es einerseits natürlich dieses Engagement eine Abfederung von Lücken, die durch die Missachtung von den grundlegenden Rechten für diese Menschen dadurch so zustande kommen. Und dabei wird tatsächlich natürlich unbezahlte Arbeit geleistet, zum Beispiel im deutschen Kontext von Mediennetzen, von Strukturen, die eben sich engagieren, um eben grundlegende, lebensnotwendige Grundbedürfnisse zu stillen von Menschen, die eben nicht als Teil der Gesellschaft durch die Politik gesehen werden. Und eben das Ehrenamtliche da tatsächlich auch eine inklusive öffentliche Infrastruktur ein Stück weit kompensiert, natürlich. Aber andererseits ist in meinen Augen diese zivilgesellschaftliche Struktur, die da aufgebaut wird, nicht einfach nur eine neoliberale Bewältigungsstrategie, sondern bildet eben auch, wie das jetzt auch Mike skizziert hat, so eine Art widerständige, solidarische Infrastruktur. Eine Infrastruktur von unten und ist ein Mittel auch, ein politisches Mittel zur Durchsetzung von Ansprüchen auf Rechte und auf die Verwirklichung auch von Teilhabe. Das heißt also, diese Infrastrukturen von unten, diese rebellischen Infrastrukturen sind, wie das Mike auch in seinem Artikel da, den ich sehr toll finde, ich hoffe, ihr stellt den noch auf die Website, nennt, es sind Schauplätze von sozialen und politischen Kämpfen und um Ressourcen, um Anerkennung, um Teilhabe und eine Möglichkeit in einem eben spezifischen Migrationskontext, der gezeichnet ist natürlich durch immer restriktivere nationale Migrationspolitik, auch EU-Regime, das sich verschärft, da überhaupt politisch handlungsfähig zu werden, überhaupt Spielräume zu haben, um Veränderungen herbeizuführen. Und ich möchte ein konkretes Beispiel bringen, in das ich auch selber als Aktivistin involviert war. Vor über 10 Jahren ist in Zürich die autonome Schule entstanden, ausgehend aus einer Kirchenbesetzung von abgewiesenen Asylsuchenden. Die haben drei Wochen lang eine Kirche besetzt. Und im Zuge dieser Besetzung, bei der es eben um Bleiberecht ging, um ein Bleiberecht, das aber erfolglos blieb, ist bei den Geflüchteten das Bedürfnis entstanden, sozusagen Deutsch besser zu lernen. Und nicht einfach, um sich integrieren zu können in die bestehende Gesellschaft, sondern um sich besser artikulieren zu können im politischen Kampf. Und in einem besetzten Haus ist dann eine Schule entstanden, wo sich auch eben Freiwillige engagiert haben, Aktivistinnen, die erste Deutschkurse dann auch konzipiert haben, neue Lehrmittel entwickelt haben und so weiter. Und das Angebot stieß auf eine große Nachfrage, nicht zuletzt dann auch bei den Behörden, die gesehen haben, ach so, ja, es gibt jetzt die autonome Schule, schicken wir doch unsere KlientInnen dahin. Können wir ein bisschen sparen und so weiter. Genau diese Lückenfüllerfunktion, also haben wir dann eigentlich übernommen, sozusagen.
Und gleichzeitig haben wir aber auch einen zentralen Ort in der Stadt geschaffen, von dem aus ganz viele migrationspolitische Kämpfe ausgegangen sind in den letzten Jahren, wo ganz viele Verbindungen, solidarische Beziehungsweisen, Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden, wo Menschen ein Empowerment erfahren, wo Menschen zusammen kochen, zusammen Zeit verbringen, Kinder sich gegenseitig, betreuen. Und sie haben auch ein emanzipatorisches Bildungsverständnis entwickelt, im Sinn von eben Sprache lernen als ein Werkzeug, um Gesellschaft zu verändern, und haben auch ein Stück weit die politische den politischen Diskurs in der Stadt um illegalisierte Migration verändert. Und ich denke, in diesem Beispiel wird deutlich, diese widerständigen Bottom-up-Infrastrukturen aus einer Notsituation heraus entstanden, eine Antwort eben auf diese Missachtung von grundlegenden Rechten von Illegalisierten, hat auch ein enormes emanzipatorisches Potenzial, ein transformatives Potenzial, auch wenn es eine Lückenbüßerfunktion übernimmt. Und es ist eine praktische Antwort eben auch auf konkrete Alltagsbedürfnisse, auch Sorgebedürfnisse, trägt bei zu einer Politisierung auch dieser konkreten Bedürfnisse. Und die Aktivistinnen sind seither auch immer wieder involviert in Aushandlungen mit der Stadt. Also man hat ausgehandelt, dass man eine Zwischennutzung bekommt, dass es eine Institutionalisierung auch gibt dieser Schule, in dem Sinn, im guten Sinn, eine Absicherung, dass eben Räume zur Verfügung gestellt werden. Man hat ausgehandelt, dass bei dieser Schule keine Polizeikontrollen, kein Racial Profiling stattfindet, dass sich die Polizei da nicht hinbegibt und so weiter. Immer natürlich prekär, aber man ist in einer Aushandlung auch mit der städtischen Politik. Und ich glaube, das genau ist auch der Weg, um solche Experimente, solche Laboratorien sozusagen auch zu verallgemeinern, in dieses Verhältnis zu kommen mit der Stadt, wobei natürlich die Stadt auch dazu bereit sein muss. Und da haben wir jetzt in Zürich oder auch in Bern andere Voraussetzungen als in anderen Städten, wo eben auch eher linke Regierungen an der Macht sind. Entscheidend ist aber aus der Sicht der Bewegung und der Zivilgesellschaft, dass diese verschiedenen Akteure, die sich da engagieren in dieser Infrastruktur von unten, dass die sich auch besser vernetzen, dass die auch sozusagen ein Netzwerk bilden, um die politischen Forderungen auch einbringen zu können, also ihre Forderungen und auch die Bedürfnisse sozusagen in die politische Arena einbringen zu können, und dann aber auch, finde ich, eben rebellisches Engagement, Bedingungen zu stellen, unter denen sie ihre Arbeit vielleicht weitermachen. Also sei es eben Räume oder sei es eben vielleicht auch Geld oder eben auch zu sagen, wir möchten es in eine Regelstruktur, möchten in gewissen Beziehungen, gewissen Sektoren es auch eine Regelinfrastruktur überführen. Ein Beispiel, das da produktiv war, jetzt auch im Schweizer Kontext, ist die Debatte um die Citycard, also die Einführung eines städtischen Ausweises, mit dem sozusagen eine Urban Citizenship konkretisiert wird, eine Stadtbürgerinnenschaft, alle, die diesen Ausweis haben, und es kriegen alle einfach qua Präsenz in der Stadt als Stadtbewohnende, haben mit dieser Karte Zugang zu allen öffentlichen Dienstleistungen, sozialen Dienstleistungen, die städtisch sind. Klar, Einschränkungen, in der Schweiz haben wir sehr viele Dienstleistungen, die auf kantonaler und nicht auf städtischer Ebene funktionieren. Trotzdem hat diese Debatte, also eben nur schon diesen Prozess wieder um dieses Instrument, inspiriert auch durch Erfahrungen in den USA um Sanctuary Cities, es hat ein Riesenpotenzial. Es hat einerseits in der Zivilgesellschaft sehr viel ausgelöst, Vernetzung, gegenseitige auch Unterstützung, dass man da auch gesehen hat, was sind eigentlich diese Infrastrukturen von unten und wie müssen wir zusammenarbeiten. Es hat aber auch in der Stadtverwaltung ein Umdenken oder ein Bewusstsein geschaffen für diese Gruppe von illegalisierten Menschen und für die Bedingungen, dass eben Menschen auch inkludiert werden können, dass nicht einfach so automatisch geschieht, wenn sie soziale Rechte haben, zum Teil auch beispielsweise auf Schulbildung, das ist garantiert. Alle Kinder auch von undokumentierten Familien haben das Recht auf einen Schulzugang in der Schweiz, aber trotzdem findet es häufig nicht statt und die haben Angst, überhaupt die Kinder anzumelden in der Schule. Und so ein städtisches Instrument in der Citycard sollte eben auch die Aktualisierung von diesen Grundrechten
vorantreiben. So. Und ich denke, das zeigt einfach, dass es dieses Zusammenspiel braucht zwischen den Bewegungen und den Praxen von unten und städtischen Politiken, dass es immer eben, das hat Muna vorher gesagt, das ist ein manchmal konfliktiv, manchmal kollaborativ und es ist ein Prozess, es ist ein gemeinsamer Weg, der da gegangen wird. Und wo es eben auch natürlich um ein Aufbau eines Kräfteverhältnisses geht. Und jetzt übertragen natürlich auf andere Felder auch jetzt eher die private Sorge. Da müssen wir weiterdenken. Ich höre jetzt da mal auf. Da haben wir auch versucht, das ein bisschen so noch auszuweiten. Aber ich denke eben, wir haben jetzt genau mit dieser Konferenz die Möglichkeit, eben auch wieder so gute Beispiele auszutauschen. Und das ist so zentral, das haben wir gesehen in der Forschung zu Solidarity Cities. Da gibt es inzwischen ein internationales Forschungsnetzwerk, das auch sehr viele Aktivistinnen umfasst oder aktivistisch Forschende, die eben solche guten Beispiele sozusagen auch einander, also einen Wissenstransfer machen und gegenseitig inspirieren. Und das brauchen wir auch zu den sorgenden Städten. Vielen, vielen Dank, Sarah, dir auch. Insgesamt fand ich das jetzt extrem anregend und sehr dicht. Und ich glaube, wir haben jetzt alle den Kopf voll und vielleicht den Bauch leer. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt so uns noch 20 Minuten mindestens oder vielleicht auch, also Viertel vor hatten wir eigentlich gesagt, aber wenn wir ein bisschen überziehen, ist, glaube ich, gut, jetzt nochmal die Diskussion öffnen für Fragen, Beiträge, Ideen. Ich würde sagen, bis eins. Wenn ihr noch so lange Kraft und Geduld habt, können wir jetzt hier noch diskutieren. Nilo, würdest du mit dem Mikro, ja? Ich würde jetzt einfach immer so 3, 4 Fragen sammeln und dann, genau, wenn ihr welche habt oder ihr müsst auch nicht Fragen stellen, ihr könnt auch Kommentare machen, Redebeiträge, wie auch immer. Kommst du rein oder soll ich die reinfragen? Mach ruhig. Ich sammle so ein bisschen, damit ich den Überblick behalte. Ja, danke erstmal an alle und ich mir ist nur aufgestoßen. Magst du vielleicht die Maske runternehmen zum Reden? Und ja. Jetzt so bei dem Thema sorgende Städte, ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, den Begriff weit zu denken, der Sorge, aber mir hat jetzt irgendwie gefehlt, auch das Land direkt einzubeziehen. Also klar, es gibt Urban Gardening-Projekte, aber genau, also was da gerade auch an so Spekulationen von Boden passiert, betrifft uns, also in den Städten kriegen wir es mit, direkt über die Mieten, aber was, wovor LandwirtInnen da stehen, die uns auch versorgen, ich glaube, das wäre auch wichtig mitzudenken. Ich mache beim Umsonstladenprojekt mit, Umsonstökonomie. Und wir hatten mal die Idee gehabt, ein Sozialzentrum. Aber das ist ja wirklich gescheitert. Erstens mal, wo kriegt man jetzt dieses Zentrum her? Also das Gebäude dann, und dann die Finanzierung. Ich wollte nur mal sagen, ich finde es ja wichtig, dass wir versuchen, raus aus diesen Nischen zu kommen, aber wenn es dann darum geht, real das zu finanzieren und wie kommt man dahin? Also ich sehe da das massive Problem und ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt lösen kann im Augenblick. Mist. Gibt es noch mehr? Genau, ich würde jetzt eher, dass wir so. Hallo, vielen Dank erstmal für die tollen Beiträge, wirklich total bewegend. Was ich mich manchmal frage und auch so beobachte jetzt bei der Veranstaltung heute und auch am Donnerstag schon bei der Filmvorführung, es ist sehr weiblich dominiert. Natürlich auch aus der Not heraus, dass viele Themen Frauen viel mehr betreffen als Männer, klar. Aber wir haben eben zwischen uns so ein bisschen den Diskurs gehabt, dass es wahrscheinlich breitere Veränderungen auf einer breiteren Ebene nur geben kann, wenn Männer zumindest zu einem deutlich größeren Anteil auch involviert sind, als es aktuell Frauen und LGBTQI-People sind.
Gibt es da Ansätze, Ideen, wie man in diese Richtung kommt, über das Individuelle und ja, über das Individuelle hinaus? Also das, was man, die Unterhaltung, die man im Freundeskreis oder wie auch eben immer führt. Yo quería dar las gracias porque ha habido traducción en castellano, entonces para personas que no hablamos alemán. Espera un momentito porque ellos no tienen. Ich möchte nur Danke sagen, weil es ist sehr gut, dass wir haben Übersetzung in Spanisch, so wir können die Leute, dass wir haben keine Deutsch, weiß nicht, dass wir sind Ausländer, wir können aufstehen. Das wir sagen, und ich möchte auch sagen, dass für die Leute, yo creo dass que wir... puedes hablar castellano ahora, si puedes, vale. Solo porque ellos no tenían el orillo. Quería decir que también para las personas que, bueno, que no somos alemanas, los cuidados, acceder a ellos aquí en Alemania sin tener una red, sin saber cómo funcionan y cómo se puede acceder a ellos, pues es muy complicado. Entonces, bueno, que existan redes de apoyo que ayuden a tener esa información, pues creo que también es fundamental. Gracias. Da war, glaube ich, noch eine zweite Frage. Ja, auch nochmal vielen Dank. Ich habe, während es um so konkrete Beispiele ging, immer an die Frauenberatungsbewegung gedacht in Deutschland, die ja auch von Anfang an eigentlich komplett ehrenamtlich waren, aber immer wieder auch das ganz stark reflektiert haben, gesagt haben, das sollte hier nicht ehrenamtlich sein, das ist eine super wichtige Infrastruktur, es gibt super viel Bedarf und ja auch von Anfang an ein sehr klarer Bestandteil war, das hier muss staatlich bezahlt sein. Und das ist ja jetzt Realität. Also ein Großteil der Frauenberatungsstellen sind also ich möchte nicht sagen optimal finanziert, aber sind deutlich sicherer finanziert, sind auch klar Langzeit gefördert, haben feste Stellen mit über Mindestlohnbezahlung, qualifiziertes Personal. Also ich glaube, das muss kein Gegensatz sein, sondern manchmal können, glaube ich, auch so kleine ehrenamtliche Projekte halt Lücken von Care-Arbeit sichtbar machen und auch Lösungskonzepte entwickeln, die sich dann übertragen lassen. Also weil ich muss ja quasi bei großen Veränderungen mir auch sicher sein, dass sie funktionieren. Und so Pilotprojekte oder so sind ja auch was total Wichtiges, um gesamtgesellschaftlich rauszufinden, was überhaupt für mich, für andere, für Menschen funktioniert. Also da sehe ich so eine Verbindung. Und dann nochmal zum Thema Männer und Care-Arbeit und Gesellschaft und Care-Arbeit. Es gibt ja durchaus Modelle wie dieses 4x4-Stunden-Modell, wo halt die Idee ist, dass alle Menschen 4 Stunden Erwerbsarbeit leisten, 4 Stunden Care-Arbeit, 4 Stunden politische Arbeit und 4 Stunden Freizeit. Und das ist natürlich jetzt lange, lange hin, das ist keine Realität, aber ich glaube, jede Form von Verkürzung von Erwerbsarbeit arbeitet ja auch darauf hin, dass mehr Platz und Raum geschaffen wird für mehr Care-Arbeit. Wir müssen sie halt einfordern. Genau. Okay, danke. Ich glaube, hinter dir war auch noch eine. Mich würde nochmal der Punkt interessieren, den du, Mike, aufgemacht hast mit Aktion und Organisierung sind kein Gegensatz. Lässt sich vielleicht ja auch erweitern auf politische Stellungnahme nach außen und politischer Aktivismus und rebellisch sein ist kein Gegensatz zu konkreter Care-Arbeit, die man in irgendeiner, also ob das jetzt Beratung ist oder was auch immer, die man oder Deutschkurse geben. Faktisch sagt mein Aktivistinnenleben aber, das ist ganz oft ein Gegensatz. Also meine Kapazitäten sind begrenzt. Ich erlebe das auch in meinen politischen Zusammenhängen. Also mit dem ganz einfachen, wir müssen es zusammendenken, scheitern wir ja in der Realität regelmäßig. Und du hast jetzt das mir relativ unbekannte Feld des AIDS-Aktivismus nochmal eingebracht und mich würde tatsächlich nochmal interessieren, hast du da auch aus diesem Bereich Beispiele, noch ein bisschen detaillierter, als du es vielleicht schon angerissen hast, wo du nochmal erzählen kannst, wie hat das da eigentlich geklappt, wenn ich einerseits, also ja, genau, ich glaube, es ist klar geworden. Danke. Okay, super, danke. Ein, zwei würde ich jetzt gleich noch mit, wenn ihr noch ein, zwei Anmerkungen, Fragen habt und dann würden wir hier oben nochmal eine Abschlussrunde machen.
Mich würde einmal interessieren, also eher in Bezug auf so Stadtentwicklungsthemen, ob ihr das auch mit, also mit diesen Ansätzen der, ich glaube, 15-Minuten-Stadt oder so, Stadt der kurzen Wege, zusammendenkt, weil es ja auch immer eine Frage ist, wie erreichbar sind so Community Center und so, ne? Also dass es eben auch irgendwie ein Netzwerk von Strukturen in der Stadt gibt oder so, die erreichbar sind. Okay, prima, danke. Wie wollt ihr anfangen? Ja, ganz viele Fragen und sehr wichtige Fragen. Die Frage zum Land. Ich komme vom Land und das treibt mich auch immer so um. Und mein Vater hat mir letztens gesagt, du mit dieser Urban Citizenship und Stadten die ganze Zeit. Und was sollen wir denn auf dem Land noch? Also genau, dass dieser Graben dann nochmals verschärft wird durch genau diese Städte, also in der Stadt passiert was und auf dem Land, naja. Ich habe das Beispiel schon gebracht von den feministischen Kollektiven, haben wir versucht, Beziehungen herzustellen und dann eben auch von den unterschiedlichen Alltagsrealitäten auszugehen. Es gab einen Bäuerinnen-Zmorgen beim Frauenstreik und da gab es dann die Diskussion, soll dieses Bäuerinnen-Zmorgen jetzt nicht vegan sein? Und es war dann spannend, oder? Einerseits, ja, so die Realitäten der urbanen Feministinnen, das kann doch nicht Fleisch geben. Und also wir haben da es irgendwie geschafft, aber trotzdem diese Verbindungen herzustellen zwischen, sagen wir, städtischen AktivistInnen, die sich für Sorge einsetzen, für andere Sorgepolitik und auf dem Land. Und ich denke, es ist wichtig, diese Verbindung zu schaffen und es ist auch das Beispiel von der solidarischen Landwirtschaft vielleicht hilfreich, eben auch da Versorgungsnetze zu spannen, solidarische Versorgungsnetze. Zum Geld kann ich nicht viel sagen. Ich bin nicht Ökonomin, aber ich finde es tatsächlich die Frage, wie können wir auch auf städtischer Ebene eher eine emanzipatorische Finanzpolitik umsetzen? Das ist eine Frage, die ich ganz wichtig finde. Ich kann dazu einfach nicht viel sagen, aber ich denke, das ist zentral. Dass es sehr weiblich definiert ist, diese Arbeit und dass wir zu einer Umverteilung kommen können. Ja, eine Forderung, die wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten haben. Die Frage ist, was hat sich bewährt und warum hat sich nicht so viel verändert? Und ich denke, tatsächlich haben die Gleichstellungspolitiken jetzt auf institutioneller Ebene sehr stark eben auf diese Individualisierung und die Aushandlung in der Partnerschaft und so gesetzt. Und das kann es nicht sein. Und ich denke schon, da müssen wir eben auch über Politiken nachdenken, die eben diese Arbeit aufwerten und eben auch über Zeit- und Geldstrukturen und über Rahmenbedingungen, dass eben nicht nur die Arbeitszeitverkürzung, sondern eben auch, wie diese Arbeit, die unbezahlt ist, bisher auch sozial abgesichert werden kann, damit sie auch attraktiver wird. Also da ist, denke ich, auch noch eine große Leerstelle, vor allem in der Schweiz. Also genau, ihr habt schon eine Elternzeit, wir haben das noch nicht. Immer noch nicht. Und zur Stadtentwicklung, ja, spannend. Es gibt ja auch dieses Buch Feminist City, das jetzt auf Deutsch übersetzt worden ist. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, auch dieser Blick auf die, sagen wir, die materiellen Infrastrukturen in der Stadt, auch die Wege und eben die Stadt der kurzen Wege. Das deutet natürlich darauf hin, dass wir diese Sorgeinfrastrukturen auch nicht nur städtisch, sondern eben nachbarschaftlich, lokal, also in den Kiezen, wie er da sagt, oder in den Quartieren, wie wir in der Schweiz sagen, denken müssen, dass es darum geht, wirklich ganz, ganz, ganz lokal zu schauen, was sind in unterschiedlichen Quartieren für Bedürfnisse da und dort eben auch Sorgezentren zum Beispiel zu errichten, ausgehend von den vorgefundenen Realitäten. Nur noch genau, ergänzend dazu noch, in der Hoffnung, dass dann vielleicht noch mehr von euch auch was sagen wollen, damit es doch noch zum Ende hin so ein bisschen mehr so diesen Gruppendialog Charakter kriegt. Ich gehe jetzt deswegen nicht nochmal auf die Fragen, auf die du schon reagiert hast, Sarah, gehe ich jetzt nicht nochmal ein, oder vielleicht hast du auf alle reagiert, ich weiß es jetzt nicht. Aber ich glaube, was mir jetzt noch besonders im Ohr hängt, ist ja auch direkt die Frage, die an mich gerichtet war, mit dem Verhältnis von Aktion und Organisation.
das war jetzt auch nicht so gemeint, dass so dieselben Personen dann irgendwie beides machen müssen, ne? Sondern dass es erstmal ja darum geht, um die Frage, und das vielleicht auch in Verknüpfung mit der Frage, wie kriegen wir so ein Sozialzentrum eigentlich durchgesetzt, das geht, also vielleicht in Ausnahmefällen geht das halt über schwierige Verhandlungen und irgendwie darüber eine Öffentlichkeit herzustellen. In der Regel ist es aber nicht so, weil das sozusagen in dem Bereich der freiwilligen Aufgaben fällt auf kommunaler Ebene und die Kommunen sozusagen alle, wie wir wissen, in größtenteils, nicht alle in Deutschland, aber also die meisten Kommunen sind von sozusagen Sparmaßnahmen auch betroffen, die sie treffen müssen. Und gerade bei den Freiwilligen wird dann natürlich versucht, möglichst einzusparen. Und im Grunde glaube ich, dass die alten Werkzeuge da immer noch die sind, die am besten greifen. Nämlich dann, wenn alles andere nicht hilft, müssen eben Räume ausfindig gemacht werden. Die müssen dann irgendwie besetzt werden, ja, und dann zweckentfremdet werden oder so. Und dann wird Druck aufgebaut. Und es braucht, das meine ich mit Aktionen und Organisationen, es braucht, glaube ich, diesen Druck von der Straße und es braucht den Druck von einer direkten Aktion und auch von zivilem Ungehorsam, der dann aber auch Hand in Hand geht mit Leuten, denen es vielleicht eher liegt, dann auch wirklich in Dialog zu treten, in Verhandlungen mit Personen in der Verwaltung und auf kommunaler, politischer Ebene. Und ich meine, wir reden von sozialen Kämpfen, ne? Und das ist, soziale Kämpfe sind nicht eben nur runder Tisch, zu dem sowieso viele erstmal gar keinen Zugang haben, sondern wir brauchen weiter diesen Aktionismus, der diesen Druck aufbaut und auch eine Öffentlichkeit generiert, ne? über diese Themen. Und dass die Frage mit dem, wie mehr Cis-Männer überhaupt erstmal in Care-thematische Politikfelder zu kriegen, das ist einfach wirklich eine krass schwierige Frage. Mir fällt es natürlich auch mega auf. Also fängt aber schon auch an, also auch in der Lehre, ne? Sobald irgendwie das Thema irgendwie was mit Care oder sozialer Reproduktion zu tun hat, dann gibt es eigentlich so gut wie keine Cis-Männer, die dort also unter den Studis dieses Seminar besuchen. Ne? Und das ist wirklich eine total, ich weiß auch nicht so richtig natürlich, wie sich das lösen lässt. Ich weiß, dass es gibt teilweise sowas wie schon auch so männerbewegte Zusammenhänge, die schon durchaus dieses Thema bearbeiten und da versuchen auch irgendwie stärker auch sozusagen in linke Männerstrukturen rein auch irgendwie zu wirken. Aber ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage, also es bricht sich einmal an diesem Verhältnis, also mit der Frage des Geschlechterverhältnisses. Und die andere Frage, an der sich das aber ja auch bricht, ist halt, es gibt Leute, die sind mehr angewiesen auf solche Zusammenhänge und andere sind es weniger. Und was machen wir mit dieser Hierarchie eigentlich und mit diesem Machtverhältnis? Damit am Ende eben nicht die weiblichen oder weiblich gelesenen Personen und die wirklich existenziell abhängen, nochmal mehr als andere, diejenigen sind, die dann solche Strukturen, solche Bewegungs-Care-Strukturen irgendwie hauptsächlich tragen. Also es ist super schwierig, ich kann das auch nicht beantworten, leider. Also wenn es jetzt noch zwei, drei Anmerkungen gibt, würden wir die noch nehmen und dann, genau. Alex, war das eine Meldung? Ja. Da innen auch noch. Mhm. Genau, und zwar geht es um, also zum einen Sorgezentren, es gibt ja heute Nachmittag nochmal einen Workshop, und der hier dran anschließt und an dem wir auch weiter diskutieren können. Und sozusagen, ich glaube, bei den Frauenberatungsstellen ist es nochmal ein bisschen anders, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Frauenhausbewegung angucken, da ist ja viel auch in staatliche Verantwortung übergegangen, aber eben mit einer sehr starken Zugangsbeschränkung. Also auch sozusagen, wer hat dann Zugang, wenn das staatlich geregelt ist, und ob man zumindest, wenn man jetzt sehr akut denkt, natürlich
in der Zukunft wäre das anders und City-ID, die wir leider in Berlin noch nicht durchgekriegt haben, erleichtern dann solche Sachen. Aber wie gehen wir jetzt aktuell damit um und an welcher Stelle ist dann eigentlich auch selbst organisiert einfach besser, wer Menschen mitmachen können? Und in der Richtung jetzt auch nochmal meine Frage an euch. Ich fand, teilweise kam so ein bisschen durch, von wegen, wir analysieren da, wo der Staat eigentlich das sonst als Ausfallmoment benutzt und da machen wir es dann nicht selber. Ich finde aber, das hat als Referenzpunkt so ein bisschen, das hat der Staat bisher gemacht. Und ich finde, die Frage müsste ja eher sein, welche Sachen wollen wir jetzt eigentlich selber organisieren und welche Sachen nicht, ganz egal, wie es irgendwann mal war. Und auch mit dem Prozess, ich kann damit wahnsinnig viel gut anfangen, dass man sich überlegt, was ist jetzt möglich, was ist subjektiv möglich, was ist staatlich möglich oder auch sozusagen, was die Mobilisierungsfähigkeit in Deutschland angeht. Und wollte da eigentlich nochmal fragen, ob ich das falsch verstanden habe oder wie ihr sozusagen das in euren jeweiligen Zusammenhängen diskutiert. Meldest du dich nochmal? Ja, danke auch nochmal von mir und mich würde jetzt nochmal, oder was mich so ein bisschen umtreibt, schon, was gerade auch von Mike Laufenberg nochmal angesprochen wurde, sind diese mega wirkmächtigen diese wirkmächtige neoliberale Subjektivierung, auf die man ja auch in dieser Arbeit immer wieder stößt. Und deswegen würde mich vielleicht nochmal interessieren, wie da Erfahrungswerte sind in solchen kommunalen Arbeiten und ja, wie man die Menschen miteinander solidarisieren kann, wenn vielleicht diese neoliberale Subjektivierung einfach so stark ist, dass vielleicht gar nicht so ein Interesse daran ist. Ja, also ist so bisher meine Erfahrung, die ist auch jetzt noch nicht so super lang, aber ja, genau. Okay. Gab es jetzt noch eine Meldung? Nee. Gut, dann mach du. Nein, ich glaube, es geht immer noch nicht. Dann danke. Ja, also vielleicht nur ein Gedanken da erstmal direkt dazu. Also ich, da haben wir nämlich jetzt auch noch gar nicht drüber geredet. Ich glaube, es muss irgendwie auch deutlich werden, dass das bessere Leben ist, dass es mehr Zufriedenheit generiert, dass es Spaß macht auch. Also das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil das Thema ist ja sehr, das Care-Thema ist ja auch vor allem sehr durch Ernsthaftigkeit aufgeladen und es auch mangels politischer und ökonomischer Ressourcen versuchen wir oft, das dann vielleicht auch sehr moralisch zu argumentieren, warum es jetzt wichtig ist, irgendwie sich dort auch mit einzubringen. Und ich glaube aber, dass das halt nicht das Problem löst. Wir haben nur aber die Schwierigkeit, dass vieles im Care-Bereich nicht Spaß macht. Also, und das auch noch ein Thema, über das wir jetzt nicht geredet haben, aber auch etwas, was ich zumindest, was mich sehr inspiriert hat beim AIDS-Aktivismus, wo auch Räume geschaffen wurden, mit den traumatisierenden Effekten umzugehen. Von Bereichen im Leben, die eben sehr nah an Care liegen und die mit Verlust zu tun haben, die mit Trauer zu tun haben, mit Überwältigung, mit Angst, mit Frustration. Und auch dafür muss es eben Räume geben, wo das sozusagen gemeinsam und kollektiv thematisiert werden kann. Auch wenn Leute sich ekeln, wenn Leute nicht mehr können. Es braucht sozusagen diese Strukturen, die auch das leisten können, dass das thematisiert werden kann, dass das besprochen werden kann, ohne dass das sozusagen dann moralisiert wird. Ja, wie kannst du nur oder so. Und ansonsten würde ich mir trotzdem wünschen, also das auch ohne Care romantisieren zu wollen, weil nicht ohne Grund ist das eine Arbeit, die immer nach unten runtergereicht wird in der Gesellschaft. Also es ist eine Arbeit, die viele nicht gerne machen,
wobei wir da auch nochmal differenzieren müssen, also es, ne, manche vielleicht mehr als andere. Und da ist dann einfach eben diese Schwierigkeit, wie schaffen wir das aber, das nochmal anders als sozusagen wirklich Teil unseres Zusammenlebens zu verstehen und auch nach außen sichtbar zu machen, dass das irgendwas macht. Ja? Also dass das was mit einer Stadtgesellschaft macht, auch Stadt-Land-Beziehung oder auch auf dem Land. Also ich nehme jetzt das Beispiel der Stadtgesellschaft, weil es da jetzt drum geht, aber das ist was mit der Stadtgesellschaft macht, wenn Care ins Zentrum rückt des Zusammenlebens. Und weil das muss, ich glaube, das ist das Problem der Linken ja ganz oft. Ne? Also es wird oft nicht als besonders attraktiv angesehen, was sozusagen die Linke vielleicht anzubieten hat. Ne? Sozusagen außerhalb der Linken wird das nicht als besonders attraktiv angesehen. Das ist dann oft so, Verzicht und das ist dann irgendwie total, man darf irgendwie nicht mehr Spaß haben und konsumieren und so. Ich sag's, mach's jetzt mal so platt, wie es ja auch oft dann einfach wahrgenommen wird. Ne? Und ich glaube, das braucht da wirklich so Gegennarrative, so ganz wichtig. Und da ist das, was auch schon heute genannt wurde, super wichtig, wirklich an den Alltagsverhältnissen und den Alltagsproblemen der Menschen auch anzusetzen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das A und O, um zu zeigen, hey, das hat was direkt mit dir zu tun hier. Und dafür brauchen wir, aber deswegen bin ich so gespannt auf den Mapping-Workshop, also wir brauchen ja nicht nur ein Mapping sozusagen, was gibt es schon alles, vielleicht für Gruppen, für Orte oder so in der Stadt, sondern auch sozusagen sowas wie eine groß angelegte Besprechung, sozusagen eine Erhebung. Ja? Was sind eigentlich die Probleme, die Bedürfnisse vor Ort in den einzelnen Stadtteilen und was wünschen sich die Leute so? Ne? Also das muss, glaube ich, das ist wichtig, dass alle so erstmal die Chance haben, so mitgenommen zu werden und sich da einzubringen und nicht, dass irgendwann so eine Gruppe, die sich überlegt hat, was ist eine Caring City, dann so Infoveranstaltungen macht oder so, ja. So wird es nicht funktionieren halt, ne. Genau. Und ich finde aber die Frage von Alex so wichtig, aber vielleicht hast du da erstmal direkt eine Antwort noch drauf, Sarah. Wir müssen jetzt auf, ich habe gerade Zeichen gekriegt, dass wir jetzt leider zum Schluss kommen müssen. Ich finde die Frage von Alex aber auch wichtig, aber wir nehmen die sonst mit in den nächsten Workshop. Ja, ja.